Hey Leute, herzlich willkommen zu Kiwis Bizarre Adventure, unsere Nächte mit Hunt gehen weiter und heute haben wir Verstärkung geholt. Heute haben wir the one and only Dalucard dabei. Chiara. Ach, schon. irgendwann, Chiara, eines Tages kommt der Moment, wo ich sage, the one and only Chiara. Oh Gott, das float nicht so. Irgendwann kommt der Moment. Ne? Ja, irgendwann. Wie wäre es denn bei dir der Anfang? Und dann bin ich wieder. Hey, Dalu, herzlich willkommen. Wir haben gerade mit der Sendung gestartet und dich vorgestellt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns Plebs Hand spielst. Quatsch, ich freue mich. Also schön, dass so viele Leute zu Hand kommen auch. Spiel kein Charakter, der dir wichtig ist. Wir sind halt wirklich schlecht. Ach Quatsch, darum soll es nicht gehen. Ja, ich muss ja nochmal überlegen, wie das hier alles funktioniert, weil ich habe mir jetzt irgendeinen Charakter genommen. Einladung abbrechen. Muss jetzt mal jemand einladen. Warte. Freunde einladen. Ich habe Freunde. Ich lade Chiara ein und ich lade Dalucard ein. Oh, das wird lustig. Genau, unser Teamname wäre KiwiCard. Oder Da Kiwi. Kiwi Card. Oder Da Kiwi finde ich auch gut. Das klingt wie eine Süßigkeit. Eigentlich fängt es hier schon an bei der Ausrüstung des Charakters. Was nimmt man eigentlich mit? Ja, ihr seid, ich nehme an, das ist euer gerade höchstes Level, ne? Ihr seid Rang 17 und das ist, also ihr habt ja noch nicht alles freigestellt, das kommt ja alles mit der Zeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sich mittlerweile was geändert hat, aber ich glaube, ihr habt schon die Sparks, das kann ich ja sogar nachgucken bei euch, wenn man unten auf das Plus drückt. Eine Winfield jetzt mit, eine Romero. Was hättet ihr gerade, wenn ihr auf eure Waffe drückt, was könnt ihr an Waffen schon kaufen? Ich weiß nicht, ob die ausgeblendet werden, wenn ihr sie nicht habt, oder ob ihr einfach dann eine kleinere Liste habt. Also ausgerüstet. Ich habe einfach eine kleinere Liste. Also die Sparks habe ich nicht. Ich habe die war mal auf Mirror. Level 14, aber die wird dann wohl erst ein bisschen später kommen. Nee, Sparks habe ich auch nicht. Ja, ansonsten ist die Winfield natürlich für den Anfang nicht schlecht. Also entweder halt ein Gewehr, also ein Karabiner oder eine Shotgun. Shotgun ist momentan echt nicht zu unterschätzen. Die Sparks kommt wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Level 20. Das heißt, da seid ihr eh kurz davor. Die habe ich zum Beispiel gerade auch noch mit. Okay, dann nehme ich die Springfield mit. Das ist... Ja, ansonsten ist halt viel über das Level-System. Also ein Medikit oder eine Nahkampfwaffe wie ein Messer ist immer gut. Ja, das wurde uns auch gesagt, dass man das Messer eher öfter einsetzen soll. Ja, also Messer solltet ihr mitnehmen. Die hier auf der linken Seite von mir. Einer von euch hat das Messer mit. Ja, ich hab's gerade eingepackt. Ich hab's gerade gekauft. Kevis Jennings. Ja, dann ein Medikit solltest du auch immer mitnehmen. Also das sind so auf der oberen Tool-Slot-Reihe ist das Pflicht. Mhm. Messer kannst du natürlich später noch ausgleichen, wenn du irgendwie ein Bajonett oder so hast, aber ansonsten ist das schon sehr wichtig. Der Vitality Shot, den müsstet ihr auch schon haben. Das ist für die untere Reihe, so eine Heal-Spritze. Mhm, ja. Und ja, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was ihr schon alles freigeschaltet habt, ob ihr das Gegengift, das kommt, glaube ich, erst später. Das sieht doch schon ganz gut aus. Also Messer, Hauptwaffe, Pistole. Und ja, Messer, Medikit, ist klar für den Anfang. Aber bei Chiara sieht schon ganz ordentlich aus. Revolver, ich habe jetzt einfach die Cardwell. Messer, Medikit, ein Fernrohr habe ich mit. Ich weiß auch nicht warum. Ja, nee, Fernrohr habe ich auch immer. Also finde ich ganz. Ist ganz lustig, aber wir es nie brauchen eigentlich. Okay, Dynamitstangen habe ich jetzt noch mit. Ne, dann nehme ich lieber die Spritze mit, ne? Ja, Weak Vitality Shot, bis ihr den größeren habt. Okay. Und ansonsten kannst du ja auch viel von anderen Huntern looten. Wenn ihr jetzt eine Waffe irgendwie besonders gut findet und die besonders oft spielt, dann könnt ihr auch neue Munitionstypen jetzt für die Waffen freischalten. Das ist neu dazugekommen mit dem letzten Patch. Okay. Also Brandmunition, Giftmunition und sowas. Das ist wirklich ganz cool. Das ändert viele Waffen nochmal komplett ab. Okay. Dann würde ich mal sagen, haben wir, glaube ich, alles? Mhm. Ja. Ja, gehen wir auf die. Stimmt, ich muss mich bereit machen. Für ein erstes Ründchen. Ja, für das erstes Ründchen. Danach kommt ja das noch mit den Perks.
Ja, das kommt auch noch. Ich bin gespannt. Wir haben vorhin auch reingeschaut, als du die Runde mit Gipi gemacht hast. Und wir dachten da so, oh, okay, er ist gerade mittendrin, er ist beschäftigt. Wir sollten da lieber nicht interferieren. Und dann meintest du, hey, kann mal einer Chiara und Wirt Bescheid geben, dass ich später komme. Und wir so, okay, wir sind schon dabei. Wir machen auch später. Ich war so konzentriert in der Runde. Das ist also, wenn du manchmal in so eine Situation reinkommst, kann sich so lange ziehen und bleibt dabei so spannend. Ich finde, das haben wenig Spiele in dieser Art. Also Chiara meinte dann auch, ihr spielt es so ein bisschen wie ein Battle-Royale-Spiel und vielleicht ist der Vergleich gar nicht so verkehrt, weil dieses PvP, da achtet man ja wirklich schon sehr auf die Geräusche der anderen. Ja, also der Unterschied zwischen Player-Steps und Zombie-Steps und so ist, also es wird viel mit Sound gemacht in Hand. So. Ist ja gerade auch Event, also ihr habt euch auch einen guten Tag für Hand ausgesucht. Heute ging ja das Crow-Event los. Für den neuen Boss. Ach, es gibt einen neuen Boss. Noch nicht ganz. Den schalten jetzt alle Spieler zusammen frei. Überall auf der Map sind so kleine Statuen und Krähen zu finden. Und die kaputt zu machen, gibt Punkte. Und wenn, ich glaube, 100 Millionen Punkte erreicht wurden von allen Spielern, dann kommt der nächste Akt und dann gibt's auch den neuen Boss. Okay. Interessant. Man muss bei Chiara aufpassen, wenn sie eine Axt findet, dann schlägt sie auch einfach mal zu. Das war keine Axt, das war ein Hammer. Ah, macht sie besser. Wenn ihr so einen ganz kleinen Tipp haben wollt, wenn ihr auf die Map guckt, an jeder Wegeskreuzung, die aus der Map rausgeht, kann ein Team spawnen. Das heißt, links von uns könnte ein Team gespawnt sein. Okay. Wollen wir natürlich jetzt erstmal den ersten Hinweis hier holen? Sind die Effekte zu laut? Moment. Hier wird schwierig bei mir gleich sein, das zu hören, weil für die Zuschauer es sonst zu laut wird. Gegner! Da, wo ich gemeint habe. Oh. Genau. Einer hat einen Hit. Ich seh's. Oh, hab einen Headshot bekommen. Shit. Das ging nicht. Das ist wirklich straight ein Headshot. Oh, leider. Rechts rum, die sind rechts rum. Ich hab verfehlt, zweite Mal schon, ärgerlich. Ah, fuck, was ist hier los? Der eine hat einen Hit. Ja, einer ist down von denen. Ah, okay. Aber das ist ein Riesending. Einer hat, glaub ich, noch. Ja, einer hat noch Angriff von dem Großen. Du könntest vielleicht mal Chiara antapsen. Oh, ich bin hier auf der Straße, glaube ich. Wo ist die denn? Einer ist hier oben, glaube ich. Ich guck rechts rum. Ich hab mal einen Motor geworfen, das lenkt nicht knapp. Ah, warte, rechts von uns. Ja, der guckt ja immer aus dem Lowground raus. Alter, was ist das für ein Gewehr? Denke, wir dürfen den dritten nicht verlieren. Chiara liegt da sehr schlecht. Kannst du die Leiche sehen, von dem, den du down gemacht hast? Nein, aber ich hab Chiara jetzt wieder aufgepäppelt. Oh, Chiara, dann erstmal heilen. Da war der Typ. Ja. Oh shit, hab einen Hit abbekommen. Ah, der pusht. Ich hab einen Hit bekommen. Ganz miserabel, oder? Links unten am Wasser. Links unten am Wasser. Da war einer. Rechts. Okay, jetzt kann er reinschauen. Ja. Kommt die Tür zu. Am Wasser kommt. Ist es so laut? Das ist direkt hinterm gar nichts. Der Crouch stand. Ein Hit, der ist tot. Ja, der ist down. Ist down. Sehr gut. Gut. Da kommt eine Nade von links. Okay. Wir haben einen guten Spot. Schön die Leiche im Blick haben. Der liegt da im Wasser, den sehe ich. Der liegt im Wasser, okay. Ist jetzt nur einer down oder was? Ja, wahrscheinlich wurde der eine aufgehoben. Der andere wurde aufgehoben, ja. Okay. Einer kommt da unten am Wasser. Am Wasser, ich sehe es, ja. Ist wieder zurückgegangen, wie es aussieht. Immer wieder, biegt wieder. Ich hab verfehlt. Genau dort. Ich heile. Alles klar. Man kann auch immer so ein bisschen auf die Stimmies achten. Das sehe ich gerade nicht mehr. Er piekt aber gerade. Frage ist, da kommt eine Nate.
Kommt noch was? Ja. Okay. 10% leiser, Alter. 10% leiser, kann ich gar nicht mehr im Spiel. Könnt ihr, habt ihr die Leiche ganz links noch im Blick? Ja, hab ich. Also im Wasser. Ja, die, im Wasser. Okay, die ist irgendwo im Wasser, aber da ist ja gerade niemand. Leicht am Steg sozusagen. Gibt's ja nicht Bullet Drop? Ja, ja, nee, aber Distanz. Also die Kugeln fliegen nicht ewig. Okay, ja, ist klar. Links unten am. Da einer? Der steht jetzt rum um den Steg rum, der könnte bei euch unten links kommen. Okay, schau mal. Check auch. Ich sehe gerade noch nicht. Schaust du den Steg und ich guck noch mal. Ihr habt die Leiche. Mit. Hier ein. Ich hab einen down. Nur okay. Noch die. Ja, der andere kommt hin zum Helfen. Bei der Brücke? Ja. Ich versuche mal von hinten zu kommen. Der Push fährt hier lang. Er hat einen Hit, der steht genau vor mir. Hab noch einen. Nee, lebt noch. Jetzt hab ich noch einen. Wenn der eine noch am Steg liegt, waren das alle. Das war's. Ich glaube, das war's. Der hier am Steg, der liegt noch. Dann haben wir alle. Cool. Oh, Loot. Genau, jetzt könnte, zwei von uns können den jetzt immer looten. Mhm. Ich lasse euch den, warte, weil ich die anderen beiden geloot habe, nehmt ihr ruhig mal beide den hier. Wenn man später einen Perk Scavenger hat, dann kannst du noch Hunter looten, die schon komplett leer gemacht wurden. Dann kriegst du da auch noch was. Also das, warte, gerade in einem Dreierteam lohnt sich das, wenn einer das hat. Ich muss mal kurz Ingame-Sound einstellen. Sollte man eigentlich immer voll heilen? Ich habe so ein kleines Kästchen noch nicht aufgefüllt. Ja, du kannst jetzt hier gucken in den Gebäuden. Hier liegen, also in jedem Compound wirst du ein Medikit finden. Also ja. Die stehen so rum. Die kannst du nicht mit aufheben, aber... die kannst du halt mitnehmen. Auch dann gibt es später Perks, wenn du Zombies im Nahkampf tötest, heilst du dich. Oder wenn du einen Hinweis aufhebst, heilst du dich. Besser oder schlechter? Lootest, heilst du dich. Also bevor du dein Medikit, was du mit hast, benutzt, immer gucken, ob du nicht was in der Nähe findest. Ja, alles klar. Ansonsten kannst du auch auf der Map, wenn du Tab drückst, da sind so Wagen oder Wägen drauf, unten links von uns. Da sind immer Ressourcen, da findest du alles Mögliche. Hier ist ein Medikit. Ja, ich habe vorhin eins gefunden, bin voll hier. Achtung, hinter dir ist der ganz. Ich muss mal. Ich muss mich noch mal. Upsala. Holy shit. Vorsicht, der macht sehr viel Schaden. Ja! Hier ist eh noch ein Medikit. Ich einfach nur hier rumschillen, wie du kümmerst dich. Pass mal auf, ja, da hinten. Ich muss mich erstmal heilen. Aber guck mal, ein Team haben wir jetzt schon rausgenommen und pro Runde gibt es 12 Spieler. Okay. Das heißt, die Hälfte ist uns jetzt schon bekannt mit uns. Auch gut. Hier, falls ihr Granaten geworfen habt oder Medikits benutzt habt, hier ist eine Toolbox. Damit könnt ihr das, was ihr verbraucht habt, wieder auffüllen. Geht aber, die meisten Sachen gehen halt immer nur zweimal. Also viele Sachen kann immer, einer aus dem Team hat immer ein klein bisschen Pech. Ah, okay. So. Aber das war doch schon mal ganz gut. Wäre noch ein Hinweis wahrscheinlich jetzt. Sound ist genau, ist ja gut. Wir haben jetzt einen Hinweis aufgehoben und dadurch werden schon Sachen halt ausgegraut von der Map. Jetzt können wir halt nach unten links zum Slaughterhouse sollten wir gehen. Okay. Mhm. Okay. Das wäre ja mal ein krasser Spawnpunkt. Also, dass wir sofort Action haben. Jede Kreuzung kann halt wirklich sein. Ein Boss ist schon tot. Andere, aber. Ja, können wir aber noch schnorren gehen, ne? Also die Leute abfangen. Jetzt siehst du aber den Nachteil der Spinne. Es ist kein Ausgang da. Die müssen also entweder nach unten rechts laufen, das heißt, wir haben eh noch Zeit, oder nach oben links. Also da haben wir noch gar keinen Druck. Kommen noch nicht so schnell raus. Da hinten kann man auffüllen. Also. Da. Ach, da. Okay. Da ist Munitionskisten und Toolboxen und so weiter. Die lilane Kiste, die hier, die ist für Spezialmunition. Also, dass wenn ihr jetzt eure Waffe ein bisschen levelt, dann bekommt ihr halt Brandmunition. Also ich habe zum Beispiel in meiner Waffe Brandkugeln drin. Die kannst du nur an den Kisten aufladen. Da kommst du mit normaler Muni nicht weit.
Ja, alles klar. Nur Chiara, da du lauter. Okay, jetzt müsst ihr lauter sein. Gerade wenn man einen neuen Charakter hat, kann man sich super viel umgucken und looten, weil überall können mittlerweile auch Perks rumliegen. Also man kann Perks auch finden, da muss man die nicht skillen. Okay, das war mir auch noch nicht bekannt. Verdammt, wir wussten gar nichts wie jetzt. Ja, wir wussten gar nichts. Deswegen ist Dalu da, erklärt es gerade so gut. Also auch in Häusern findet ihr halt das normale Geld. Ihr könnt aber auch direkt Upgrade-Punkte und sowas finden. Oder XP für euren Charakter. Also deswegen, das Looten haben sie stark erhöht. Okay. Vorher hat es nämlich gar nicht gelohnt, überhaupt irgendwo reinzugucken. Denn was ist in dem Haus hier? Na ja, doch. Vielleicht finden wir mal sowas. Hier liegt zum Beispiel Geld am Boden. Dieser kleine Geldsack. Oben ist das Wespennest. Viech. The Hive. Ja, ich messe ihn gerade. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, jetzt. Okay. Ist da. Okay. Ich nehme so auf. Jetzt nochmal Geld. Nochmal Geld. Geld? Ja. Diese kleinen Geldsäcke, ne? Genau, oh, ja. Ja, Geld. So, jetzt haben wir die Map wieder ein bisschen eingegrenzt. Ja, halt noch ein gutes Stück weiter. Ja, wie lange hab ich das Klavier angemacht? Ja, das Klavier angemacht. Nordwesten sind Schüsse. Wir können davon ausgehen, dass da der zweite Boss ist. Mhm. Sag mal, hast du irgendwie ein krasseres Messer als Bier? Ja, weil dir ist wirklich ein Run. Ja. Und die sterben aber auch wirklich. Ich glaube, ne, Moment, dürft ihr eigentlich nicht haben. Ne, gedrückt halten. Also ihr könnt mit dem Messer gedrückt halten. Stimmt. Ah. Und dann one-hittet ihr die normalen Zombies. Wir hatten beim letzten Mal auch ein bisschen Probleme mit Ausdauer gehabt. Irgendwann kam so viel Höhe und dann waren wir einfach tot. Ja, der andere Boss ist auch tot. Und da sollten wir jetzt langsam hin, damit wir uns... wir können uns oben links an dem Ausgang positionieren. Mhm. Okay. Oder zwischen den beiden Ausgängen. Weil wir müssen auch gucken, was die anderen mit der... die von der Spinne kommen, machen. Weil die müssen ja auch in eine Richtung. Also entweder gehen die aufs Ganze und wollen halt beide haben, dann kommen die eh auch noch rüber. Und da jetzt beide Bosse sozusagen angegriffen wurden und wir ein Team getötet haben, wird hier keiner mehr sein gerade. Außer die laufen vom Boss weg. Mm, okay. Den hier nur mit stumpfen Waffen. Oder mit dem Gewehrkolben. Keine spitzen Waffen, also kein Messer und nicht schießen. Ah, der explodiert, ne? Ja. Ich habe halt keine Ausdauer gerade, deswegen kann ich nicht gedrückt halten. Ja. Aha. Ich wollte es nicht alleine machen. Hey, du sollst nicht alleine später machen. Nie. Den kannst du auch mit einer Rauchbombe abwerfen, dann erlischt er direkt. Ah, okay. Ja, gut, schrecken wir auf. Ja. Ist so wild. Die anderen haben das Bounty aufgehoben und entscheiden sich noch, in welche Richtung sie gehen. Es sieht so aus, als wenn die rüberkommen. Okay, das heißt, wir könnten beide abfangen, wenn wir gut sind. Auf Tab kannst du die Leute, die einen Bounty haben, ja immer sehen. Also die, die das Spinnen-Bounty haben, die werden uns auf der Map angezeigt mit den Blitzen. Mhm. Ach so, okay, das ist aber eine große Area. Ja. Die laufen aber nach unten, wie es aussieht. Also die hauen ab. Das heißt, wir haben gleich ein Duell. Ich trau mich gar nicht ran. Nicht, dass so Friendly Fire kommt. Du hast es gesehen, ich war ganz vorsichtig, ich war so bereit. Ich bin vorgelaufen, dann wieder 5 Schritte zurück. Ich dachte so, ich treffe Dalu bei meinem Skill. Ja, jetzt haben wir das schon recht. Ich will auch Dalu nicht verletzen. Ja, alles gut. Ja, den da mit 3 aufgeladenen Schlägen könnt ihr den machen. Okay, das kann ich hin. Okay, let's go, jetzt. Ich gebe dir Rückendeckung. Okay. Oh, schon mal daneben. Jawohl, und noch ein. Ja, Mann. Okay, gut. Ja, wir sind zu zweit genauso gut wie Dalu. Geil. Gut. Fusion. So. Ich weiß halt nicht, auf was für Gegner wir so treffen. Also wie gut die sind. Also, wenn die wir sehen ja.
Von dem Gegnerteam, von dem, die die Spinne gemacht haben, wir sehen auf der Map ja nur zwei, die das Bounty aufgehoben haben. Ja. Theoretisch könnte der dritte von denen wirklich noch rüberkommen. Den würden wir auf der Map halt nicht sehen. Das kann man machen. Ist halt, wenn du halt so einen Stealth-Spieler hast, ist immer ganz lustig. Aber wir schauen mal, also jetzt gleich, die könnten hier auch, also ich pinge mal nach unten, wenn man rennt, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also der nächste Compound im Nordosten, das ist schon der, wo die Gegner jetzt drinnen sind. Okay, aber da gehen wir jetzt nicht hin und bekämpfen das Ding, sondern wir warten, bis sie es genommen haben, ne? Ja, wir müssen uns aber trotzdem irgendwo positionieren und das ist immer ein bisschen schwierig, dass wir kämpfen könnten. Oder dass wir halt ein bisschen Deckung haben. Ah, die haben ja auch die Fähigkeit, womit sie uns dann sehen, ne? Wenn sie die. Genau, sie haben jetzt ein paar Sekunden einen Wallhack und das ist deren Vorteil. Also die wollen auch. Die haben auch schon aufgehoben. In die Richtung, da sind die. Und die wissen, dass wir da sind. Mhm. Jetzt müssen wir uns wirklich hier so ein bisschen. Da, die schießen auf uns, oder? Schon. Da ist schon einer. Ich hab ihn erwischt. Einer hat einen Hit, ja. Der eine. Einer rennt nach rechts, oder? Einer ist nach rechts gerannt, ja. Warum war es ein Zombie? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, einer von denen, Cowboy-Hut. Cowboy-Hut, relativ, ich würde sagen, grünes Hemd. Der hat einen guten Treffer. Wenn du den noch einen mitgibst, ist der erstmal weg. Jetzt dürfen wir uns halt nur nicht umrennen lassen. Das ist so. Aha. Wir laufen eher nach rechts von uns. Und nicht zu offen stehen. Wie gesagt, die wissen ja genau. Links im Tor. Da, auf Markierung war einer. Aber jetzt nicht, dass die Zombies noch zu uns kommen. Ja. Nicht, dass wir die anlocken. Je länger der Kampf dauert, desto besser für uns, weil die ihren Warlock langsam verlieren. Stimmt. Okay. Wir dürfen uns nur nicht umlaufen lassen. Ey, da drüben stafft jemand. Wo? Ja, genau. Oh, der ich kann gerade nicht pingen gerade. Ist 120. Ja, das ist der dritte von denen. Genau, um den müssen wir uns kümmern. Das ist deren Backstabber, den wir auf der Map nicht sehen. Hey, wo ist der? Ach, das ist Ping bei mir. Ja, ja. Mittlere Maus. Genau, genau. Ja, okay. Da war so ein Holzpier und da ist er jetzt Richtung Wasser eigentlich schon so ein bisschen geschlichen. Ja. Oh shit. Ich brenne. Immer dann. Ja, Brandmunition. Du hast ihn gesehen. Wie weit weg? Klaus, direkt 20 Meter von uns. Hat einen Hit? Ist der umgefallen? Ja, ich habe ihn auch schon getroffen. Okay. Das heißt, der ist weg. Das heißt, nur noch die beiden, die in Warlock haben. Okay, die beim Tor sind, ne? Und das Gute ist, wir sehen die halt jetzt auch beide. Die kommen jetzt auch für uns. Ist halt ein Vor- und Nachteil, das Ding. Wenn es abgelaufen ist, ist es ein Vorteil für uns. Solange die es haben, ist es natürlich ein Vorteil für die. Immer noch. Ach shit, ich hab's schon wieder erwischt. Heilig schön hoch. Ja, ja. Ich brenne den einen mal ab, wenn ich ihn finde. Der war hier. Wenn im Wasser liegt, ist verloren erstmal. Ich würde ein bisschen näher rangehen. Aber ich brauche eure Hilfe dann wahrscheinlich. Rechts rum, oder was? Nee, so an die Treppe da vorne, dass ich überhaupt erstmal kurz auf die Map gucken kann. Ja. Hier reicht mir gerade. Oh, ich sehe hier einen unter der Treppe. Unter der Treppe vor mir? Oder noch ein Stück weiter? Nee, weiter vorne, vor meinem Ping. Also bei mir ist da einer. Ja, genau, ich glaube, den meinte ich. Genau. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber der geht da die ganze Zeit rein und raus. Ja, ich habe langsam keine Moon mehr. Ja. Ich habe noch 16 Schuss. Lass mal den erstmal das ablaufen. Den einen leider nicht gefunden. Seht ihr noch einen? Ja, immer noch am Tor, läuft er hin und her. Ach, jetzt. Hier. Oben bei mir, er hat mich angeschossen. Der könnte sein, dass er mich pusht. Okay, ich komme zu dir. Ja. Ich glaube, der ist zurückgelaufen. Er wirft was zurück. Ja, der läuft gerade noch ein bisschen ein Stück zurück, aber er ist noch da. Das hat gezischt, das muss in der Nähe sein. Ich habe keine Spritze mit. Kann ich die Sachen droppen? Nee, ich habe die schon benutzt. Alles gut, ich bin wieder voll. So, vorsichtig, aber der. Der Dragon Breath Munition oder so, also der hat Brandmuni. Der war hier. Ich habe halt das Tor noch im Auge. Okay. Die verlieren langsam. Die gehen einen Schritt zurück, wie es aussieht. Könnte sein, dass die woanders langlaufen wollen. Ja, die bewegen sich eher Richtung Norden. Wir müssen mal schauen, dass wir die da nicht weglassen. Okay. Weil jetzt wissen die ja, dass wir alle drei hier sind. Es kann, also wenn, kann sein, muss nicht.
Vielleicht lassen sie ihren Kumpel liegen. Ich glaube, die lassen ihn liegen. Ich glaube auch. Nee, Moment, sie sind, glaube ich, wieder zurück. Über mir. Ja, einer ist so leicht über mir. Okay, ich piek nicht, ich bleibe im Busch. Ja, sind doch wieder zurückgekommen. Hab einen getroffen oder irgendwas getroffen. Sind die hier oben? Ja, da oben war was, ja. Okay. Wie gesagt, denen geht gleich der Warlock aus, wenn sie sogar nicht sogar nichts mehr schon haben. Kann auch sein. Wo liegt der Kumpel von denen? Die haben den nicht im Blick. Der Kumpel lag doch, war der nicht irgendwo? Ja, wir dürfen uns nicht zu sehr drauf fokussieren. Dran werden sie nicht kommen. Also ich hab werden da in diesem Compound sein. Ich habe das Tor im Blick. Und achte drauf, wenn da jetzt jemand rausrennt. Aber da habe ich den einen Typen lange nicht mehr gesehen. Dann ist der sich gerade auch niemand mehr. Ich könnte natürlich was riskieren. Piekt. Der ist direkt hinten an der Wand links. Links piekt er. Genau, da hat er bei mir auch schon gepiekt einmal. Okay. Er wirft Dynamit. Ja, sehe ich, kommt zu kurz. Er hat einen Hit. Schön. Da kommt wieder was. Das ist mein Dynamit. Das ist Chiaras Dynamit. Oh, das sind beide jetzt auf der Seite. Okay. Einer mit einem grünen Shirt, ich muss mich heilen. Ich übernehme. Verfehlt, nein, ich hatte einen Elfmeter. Ups, sorry. Mittlere Maustaste ist für mich meine Wayne. Es tut mir so leid. Wenn ihr könnt ihr noch mal reinpieken? Ich pieke. Oder was werfen? Ich hab kein Dynamit mehr, oder? Ich hab noch Dynamit. Ich hab eine Chaosbombe. Fuck! Bein! Einer von denen ist tot, glaube ich. Heb mal auf. Ja, ich heb auf. Letzte von denen rennt weg. Okay. Der rennt da raus. Oh, oh. Hab ja, einen, sehr gut, aber der rennt weg. In die Richtung, wo ich gepinkt hab. Der war noch nicht tot. Ich nehm den Wallhack. Okay. Der ist noch da drunter, glaube ich. Unter der Brücke, da und Mark, glaube ich. Ich nutze gleich nochmal den Wallhack. Ne, ein bisschen weiter hinten schon. Die Richtung. Okay. Ja, es kann sein, dass er wegrennt Richtung 330. Ich renne hinterher. Ihr könnt auch E drücken, dann seht ihr Blitze. Ich habe keinen Wallhack mehr. Ah, okay, ja, Blitze. Rennt der weg? Der will raus, der will zum Ausgang. Lass uns hinterher gehen. Jetzt, ja. Das ist der Ausgang links von uns. Okay, okay. Er ist fast dran, er ist fast am Ausgang. Er braucht eine Weile, bis er raus ist, ne? Ja. Er ist am Ausgang links von uns. Schön. Steht dran, er steht am Ausgang. Das könnten wir schaffen. Das bedeutet, dass wir in der Nähe sind. Der geht. Wir müssen ihn downschießen. Warte, der ist da drauf auf dem Boot? Der ist dahinter. Der sitzt hinter dem Boot. Ich hab noch so eine Chaos-Bombe. Ach, was shit, mich hat's erwischt. Die mal rein. Oh, da ist er, ja, okay. Ja. Mach den. Ich hab ihn, ist tot. Nice, okay. Ich liebe dich auf. Ja, geil. Alles gut. Ich hab die Trophäe. Dankeschön. Da sind noch mehr Schüsse hier. Nee, das ist eine Chaosbombe, wie es aussieht. Ah, das ist meine gewesen. Wir können noch zurückgehen, looten oder rausgehen. Also wir können ihn noch raus, also aus der Zone, weil sonst hauen wir gleich ab. Also, können auch direkt gehen, wie ihr wollt. Also die hatten halt noch ein bisschen was, aber lass uns gehen. Lass uns gehen. Ja, ich glaube also, auch. Dann haben wir zumindest ein Erfolgserlebnis. Genau, wir sind sehr angeknuspert. Hey, ich bin komplett gestorben. Das war knapp. Das war echt knapp. Aber schön. Echt spannend. Zwei Teams haben wir da auseinandergenommen. Ja, das erste so schnell auch. Also direkt am Spawn sozusagen. Aber der eine Kollege, der sein ganzes Team. Okay, Jungs. Ich bin raus. Ja. Jeder für sich selbst. Jeder für sich. Ich hoffe, bei uns wird es nie so weit sein, aber. Es passiert.
Irgendwann sind alle tot. Ich hatte so einen geraden Schuss auf die beiden. Also ich habe die so gut umlaufen, stehe neben ihm, also seitlich natürlich ein bisschen auf Distanz. Denn einen hätte ich haben müssen. Ja. Ich habe die eine Dynamitstange halt verbockt, weil ich habe viel zu lange gezögert, um zu gucken, in welche Richtung ich werfen soll. In dem Moment hat er mich dann auch geschossen. 7 Hunter haben wir gekillt. Ist das mit Dynamit so, dass wenn ich es länger in der Hand halte, ist dann ja, die Zündung läuft ab und dann wirst du. Okay, ja. Sehr gut. Ich nutze die Granaten oft, um die halt, also wenn es länger brennt, um die halt auf eine andere Seite zu locken. Also gar nicht, um sie mit dem Dynamit zu killen, sondern um den die Area zum Verstecken wegzunehmen. Mm. Cool, was haben wir freigeschaltet? Okay, Springfield Heckenschütze. Was, ich kann Gesundheit hinzufügen? Mit genau, einem Aufwertungspunkt? Wenn dein Charakter hat jetzt vielleicht, wenn ihr auf Roster umgeht, oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, der dritte Tab, es kann sein, dass, wenn euer Charakter Schaden genommen hat, weil ihr öfter aufgehoben wurdet, müsst ihr die HP jetzt wieder zurückholen. Ach so, wow, okay. Ja, also das solltet ihr auch erstmal machen. Also das ist auch erstmal das Wichtigste. Und danach geht's auf Perks. Okay. Okay, gut. Dann wird's HP wiederhergestellt. Und jetzt könnt ihr euch Perks holen, sozusagen. Also mit den restlichen Punkten. Mhm. Müssten sogar ein paar sein, die wir da haben. Okay, was nimmt man da? Adrenalin? Das also ganz gut für den Anfang ist Greyhound, dass ihr einfach mehr Ausdauer habt. Und hier Determination und Doktor. So, das sind so. Das ist natürlich jetzt alles nichts Gameplay-spezifisches, aber so habt ihr halt wirklich mehr Ausdauer, könnt länger rennen. Solche Sachen halt. Ich kann nur große Balken kaufen, ich habe kleine Balken gekauft. Der Doktor müsste sein, dass ihr euch schneller heilt. Also oder mehr HP bekommt. Ich habe es auch nicht freigeschalten. Wie viele Perks kann man eigentlich benutzen? Perks, auch die Perks sind an Level-System gebunden. Oh, das wusste ich gar nicht. Yeah. Also das war mir schon lange nicht mehr klar. Also die Alligatorbeine gibt es erst mit 21. Aber ich habe zumindest den Greyhound. Ich glaube, das ist der Windhund, ne? Windhund. Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Wie viele Perks kann man haben? So wie unten hier all die Leiste voll? Oder? Ja, genau. Ach, krass. Und okay. Die wirst du am Ende, wirst du das auch voll machen. Okay. Was nehme ich denn noch? Aber Kanalisierung ist wahrscheinlich auch geil, dann vor allem als Anfänger. Achso, das ist, dass man sich heilt, wenn man Hinweise bekommt. Ja, glaub, zum Beispiel. Ja, das passiert zwar nicht. Also jetzt gerade, diese eine Situation, da hätte es was gebracht. Weil wir einen Kampf hatten, bevor wir den Hinweis aufgehoben haben. So hättest du natürlich selber den Hinweis looten können und dann hättest du dich wieder voll geheilt. Aber meistens hast du die Kämpfe ja erst, wenn du alle Hinweise schon hast. Mhm. Ja, stimmt. Ja, das war bei uns wirklich eine Ausnahme. So, ich aber genau dafür wäre es halt dann da. Dann hättest du was gemacht. Seid ihr mittlerweile Level 20? 19 und 20. Also, 19, also Wirt hat jetzt zum Beispiel die Sparks, aber die Sparks macht sehr viel Schaden. 149. Du hast aber nur einen Schuss. Das heißt, wenn der daneben geht, ist halt blöd. Wenn der trifft, musst du auf die Pistole wechseln. Okay, Sparks. Ich guck mal nach Sparks. Machete. Aber im Endeffekt ist bei Hand wichtig, dass ihr euch mit den Waffen wohlfühlt, weil viele davon spielen sich echt komisch. Auch manche Chars, oder Waffen, wo die Leute sagen, das ist es, das ist meine Lieblingswaffe und damit komme ich gar nicht zurecht. Ja, ich hatte andersrum, eben gerade Problem mit der Springfield gab, wo ich einen Schuss abgegeben habe. Also, Moment, ich muss nach jedem einzelnen Schuss nachladen. Ja, das müsstest du mit der Sparks auch. Da hast du auch wirklich nur eine einzige Kugel drin. Okay, ich habe die Sparks, glaube ich, nicht, oder ich übersehe die gerade. Ich dachte, die kam mit Level 20. Also ich dachte, jetzt müsste sie drin sein. Sparks LRS oder so, oder Sparks LRR. $130, wenn du nach Geld sortieren kannst oder so. Nee, habe ich nicht. Dinger, ja. Lohnt es sich hier, die Waffen noch zu säubern? Nee, das ist rein optisch. Du kannst auch, du kannst auch in-game so ein Reinigungskit finden. Okay. Aber erstmal dann wieder jetzt die Sachen auffrischen, die ihr rausgehauen habt, falls ihr die Spritze weggenommen habt. Also du hast zum Beispiel keinen Vitality-Shot mehr mit. Ja, stimmt, Vitality-Shot. Und wie viel Perks konntet ihr euch jetzt holen? Oder ist das alles, was ihr haben könnt? Perks, ich hätte jetzt zum Beispiel Adrenalin, dickes Fell. Also pack halt voll rein, wenn die anderen levelbedingt sind. Euer allgemeines Level bleibt ja immer. Mhm. Euer Charakter wird halt immer wieder mal sterben. Also. Ja, dann. Ach, Level Hunter. Ah, dein Bloodline-Level ist nicht Level 20, sondern dein Hunter ist Level 20. Das ist ein.
Das ist ein Unterschied. Ja, das ist doch das. Ist das nicht das Bloodline-Level hier und das ist sein Hunter-Level? Doch, er ist Level 20. Hunter ist Level 19, Bloodline ist Level 20. Hm. Hab ich doch richtig gesehen. Eins kann ich noch holen. Was ist Salamander? Verringert Feuerschaden? Ja, komm, warum nicht? Alles ausgegeben. Ja, also ich bin zufrieden. Moment, ich hole mir noch so einen Verbandskasten nochmal. Aber hier, Kera, das hast du super gut gesehen, dass uns da einer umlaufen will. Also der hätte uns das echt gut kaputt machen können. Dankeschön. Haben wir dann auch da. Okay, Adrenalinspritze, Dynamitschlange, Granaten habe ich noch nicht. Ja, ich glaube, das bleibt erstmal so. Okay, nächste Runde, nächstes Glück. Es macht so viel mehr Bock, wenn man so ein bisschen Einsicht bekommt, wie man das Spiel richtig spielt und so. Definitiv. Ja, ich bin auch jetzt nicht der Profi, der euch alles über das Spiel sagen kann. Du kannst uns gerade jetzt hundertprozentig mehr sagen, als wir letzte Woche wussten. Da sind wir hauptsächlich durch die Zombies gestorben. Ja. Peinlich, hätte ich gar nicht sagen sollen, Wirt. Ja, die waren so krass wie Zombies. Nein, das ist doch nicht besser. Die Gegner waren so krass. Die Zombies waren so krass wie Spieler. Das ja, genau. Na gut, da hatten wir aber auch das perfekte Vorzeigeszenario. Wir hatten am Anfang einen Kampf und durften uns am Ende auf einen fairen Kampf einlassen, also ohne gebackstabbt zu werden. Ja, wir haben schön abgestaubt. Und man muss auch sagen, Chiara, wir waren zu zweit, ne? Das ist richtig, ja. Schattensicht. Wie? Okay, Richtung Süden. Geht man immer zum Hinweis, was am nächsten ist, oder? Kannst du dir erstmal aussuchen, willst du lieber die Spinne oder lieber den Butcher machen? Oben ist einfacher für uns, weil weniger Gebiete drin sind. Also da, wo wir drin sind, das Gebiet ist... direkt rechts neben uns, oder? Ja, die nächste Kreuzung, ja. Da sind auch welche gespawnt. Das können wir uns direkt mal angucken. Das ist die Richtung. Okay. Die werden aber wahrscheinlich halt nach Süden laufen. Direkt durchs Wasser oder nicht? Ja, nee. Wir sollten nicht unbedingt hinterherlaufen. Also, wenn die sich jetzt nicht zeigen, sollten wir erstmal nach oben gehen. Weil wir stehen theoretisch zwischen uns ein Cut, was die Gebiete angeht. Die werden wahrscheinlich nach Cypress Hut gehen, nach unten. Okay. Und wir können uns hier oben mal umschauen. Weil wir haben nur 5 Gebiete in unserer Area, wo der Boss sein kann. Das lässt sich relativ schnell eingrenzen. Also wir haben auf jeden Fall den schnelleren Boss. Und wie gesagt, jede Straßenkreuzung könnte ein Gegner-Spawn sein. Also nach links für uns relativ gut. Nach rechts war halt wirklich wieder was ein Zufall. Bei 4 Spawns wieder 2 nebeneinander. Die Area kennen wir sogar noch. Oh, stumpfe Gegenstände raus. Stumpfe Gegenstände raus. Hau ihm aufs Köpfchen. Ups, Sarah. Und ich habe keine Ausdauer leider. Ich brauche Hilfe, ja. Die kannst du wirklich einfach im Nahkampf wegmachen. In dem Moment, in dem die Hive stirbt, kriegst du durch das Gift keinen Schaden mehr. Ah, okay. Das ist auch gut zu wissen. Ich warte jetzt eben, bis ich mich hochheilen kann. Ausdauer. Ich muss sagen, bis das Gift weg ist. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn die uns hinterherkommen. Das stimmt. Oh, das wäre natürlich auch sehr dumm. Aber die schießen relativ viel, deswegen mache ich mir da gerade nicht so viel Sorgen. So, hier müsste irgendwo ein Hinweis sein. Ja, es sind sogar 2. Hä, sind ja, das irgendwie jetzt 2 3, die direkt auch ineinander? Ja, genau. Also wenn die zu nah beieinander sind und wir heben einen auf, dann denied es den anderen auch. Ja, okay. Wenn hier der Boss wäre und wir drücken E, dann würden wir so ein Flüstern hören. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass hier jetzt gerade nicht der Boss ist. Ja, und wenn, ein Rabe? Also so ein Event-Rabe. Ja, genau, den kannst du wegmachen, dann gibt es Event-Punkte. Oh, cool. Geil. Ah, pass auf. Oh Gott, stumpfer Gegenstand. Scheiße. Hab verkackt. Noch ist er nicht explodiert. Stimmt. Schön. Gut. Hab
habe mein Achievement freigeschalten. Ich bin krass. Ja, komm, wir machen hier mal ein bisschen Terror gerade. Oh, ich dachte, es kommt von hinten. Okay. Ah, ein Hinweis. Sweet. Und ja, können wir jetzt entweder weiter. Also entweder entscheiden wir uns für den oberen oder den unteren Compound. Was ist das Danke. Hier? Was denn? Ja. Das ist eigentlich der andere Hinweis, nur im Rabendesign für den neuen Boss. Das ist einfach nur. Okay. Müssen wir den aufnehmen, den noch? Nee, wir können den nicht. Der wurde denied, weil der andere Hinweis zu nah dran war. Ah, okay. Ah, so sieht das denied aus. Na gut. Bei mir wird aber gemeint, wir können ihn aufheben, weil die Area noch drin ist, oder warum? Ja, weil wenn ich da hinschaue, dann flackert das die ganze Zeit. Ja, also weil die Area, in der wir sind, wurde auch nicht ausgegraut. Das, ja, mal gucken, ob das zählt. Ja. Zählt. Nice. Jetzt nice. Ist es ausgegraut. Okay. Unser Gebiet. Ja, umso besser. Danke, Chat. Also ein Team wissen wir ja und ja, zwei. Ja, ich frage mich halt, ob die einfach nur rumballern, weil die ballern wollen. Ich glaube, die ballern nur. Die rum. Ballern nur. Ja, der ist jetzt ein bisschen kritischer, der Kollege da vorne. Den haben die extra eingebaut. Das ist der, den wir gerade verprügelt haben, nur mit Stacheldraht. Den darf jetzt nicht im Nahkampf angreifen. Na toll. Wegen den lässt du lieber stehen. Also du kannst ihn schon draufhauen. Kriegst ein bisschen Schaden. Die droppen übrigens immer ein Medikit hier. Die Doktoren. Ich wollte schon sagen, denn den habe ich ja so noch nie gesehen. Ja. Ist auch nicht neu dazugekommen, aber die gab es nicht von Anfang an. Oh, den will ich mal umlegen. Ja, immer Dinge, die sich nicht verteidigen können. Wenn ihr jetzt E drückt, ja, dann wisst ihr, dass hier der Boss ist. Wegen diesem Flüstern. Ja. Und wenn ihr E drückt und oben links leuchtet das nicht rot, wisst ihr, dass kein anderes Team in der Nähe ist. Oh, okay. Ach so. Also im selben Gebiet. Die können natürlich außerhalb stehen, aber im Gebiet sind sie nicht. Und wenn wir jetzt das maximale Geld und EP mitnehmen wollen, dann gehen wir jetzt nicht rein und decken den Boss auf, sondern holen uns erst den Hinweis. Deswegen holen wir uns mal den Hinweis da hinten links. Weil wenn wir reingehen würden, würden die Hinweise sozusagen keine Rolle mehr spielen. Ach, klar. Deswegen nehmen wir den Hinweis hier noch mit. Gut gemacht, ja. Jetzt finden wir raus, dass hier der Boss ist. Und jetzt können wir den aufdecken. Wir können den eigentlich auch mal machen. Ja, solange es nicht die Spinne ist, bin ich cool damit. Mittlerweile macht man Bosse eher silent, einfach damit man die anderen Spieler nicht anlockt. Deswegen holt man sich so die Äxte oder so. Nahkampfwaffen halt. Okay. Okay. So gerade eine Tür, die ist abgeschlossen. Und während zwei von uns den Boss machen, könnte einer immer mal wieder E gedrückt halten. Weil wenn Gegner in die Nähe kommen, leuchtet es halt rot. Okay. Ich nehme den Spaten. Ja, und dann schön. So. Es gibt immer Waffen, die effektiv gegen die Bosse sind. Also du kannst die sehr schnell töten. Also die Bosse sind wirklich nicht. Wenn du keine Ausdauer mehr hast oder brennst, müssen wir raus. Ich habe jetzt gut kassiert leider. Okay. Ich habe zweimal daneben gehauen. Bei mir ist noch alles in Ordnung. Ich muss nur aufladen. Ich habe eine Bärenfalle vor die verschlossene Tür gelegt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, ja. Okay, das ist fein. Oh, jetzt habe ich auch einen Hammer. Nahkampf oder was jetzt? Gegen den? Genau, also. Am besten gedrückt halten. Ein, zwei aufgeladene Schläge. Ab Phase 2 macht ihr halt diesen AE-Feuerschaden. Ihr müsst euch schnell löschen, wenn ihr brennt. Ja, sonst ist unser Energieball weg, ne? Genau, also kommt lieber wieder raus, haut ein, zwei Mal drauf. Upsi, Moment. Der macht mittlerweile viel Feuer, also es ist nicht die. Moment, du darfst nicht raus. Moment, war in der Nähe von Chiara!
Warum? Nein, du warst, weil dein Fass war. Und du bist reingelaufen in die Ölpfütze. Ach, verdammt. Ich muss erst noch mal raus, Vorsicht. Ja. Jetzt müssen wir ihn eben umhauen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil wir werden danach wieder hochgeheilt. Wenn wir jetzt beide einmal da draufhauen. Chiara, kannst du noch mal E drücken? Ja. Ich sehe noch nichts. So. Jetzt, wenn du jetzt den Boss, wenn du den jetzt bannest, werden wir eh geheilt. Okay. Also wir können jetzt hier und zack, sind wir wieder voll. Full heal, nice. Genau, deswegen ist das nicht so schlimm, ein bisschen HP zu verlieren. Okay. Das geht ja richtig schnell mit den Nahkampfwaffen. Es gibt manche Shotguns, da two-hittest du den einfach. Der Boss ist leider wirklich nicht die Gefahr. Okay. Sag mal, wie lange brennt denn das da draußen? Ich komme sogar nicht. Ab jetzt funktioniert übrigens auch eh gedrückt halten nicht mehr. Also wir kriegen nicht mehr die Info, ob Gegner in der Nähe sind. Mhm. Und also, hier könnt ihr euch das mal angucken, hier liegt ein Perk. Okay. Das ist jetzt leider, ich glaube, das ist das Perk, dass ihr weniger Giftschaden bekommt. Das könnt ihr beide mal aufheben. Geh mal woanders rein. Chiara, du hättest doch einfach nur außen rum gehen müssen. Ich gehe doch gerade außen rum. Aber nicht so außen. Na gut. Wir müssen jetzt auch trotzdem gleich noch einen Blick drauf haben, ob hier Leute kommen. Deswegen mache ich das Tor mal wieder zu. Das dauert relativ lang zum Öffnen. Ich habe gar keine Fallen mit. Aber ist doch eher unten. Beide Bosse sind auch sehr nah nebeneinander übrigens. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und werden gerade beide gebanished, obwohl die Spinne gleich fertig ist. Ja. Wir müssen, also es könnte schon ein Team sich hier in der Nähe positioniert haben. Also, das müsst ihr aufpassen. Wir sollen erstmal alle Türen nach außen zumachen, wenn das geht, weil da zum Beispiel ist eine Tür offen. Einfach nur, weil es einfacher ist, Türen auf und zu gehen zu hören. Ja, okay. Aber es sind ja, glaube ich, alle zu. Ich weiß nicht, ja, kann man die da aufmachen? Ich habe die letzte zugemacht. Okay, sehr gut. Das sind keine Fenster, wo man rausschauen kann. Also keine gut platzierten Fenster. Also jetzt hat man zum Beispiel noch so Tripwire-Drähte oder so mit, die man halt an Türen platzieren kann. Das hilft auch extrem. Aber davon habe ich gerade nichts dabei. Also wir müssen davon ausgehen, dass hier gleich noch ein bisschen Action ist. Hier sind noch ein paar Bärenfallen. Ups. Ja, Schüsse? Oder warst du das? Das war ich, das war ich. Okay. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Natürlich habe ich den Schießknopf gedrückt, anstatt die mittlere Maustaste. Okay. Passiert. Ich bin so aufgeregt. War mir so ein großer Typ mit einer Sichel oder so? Was? Ja, bei uns ja um die Ecke ist direkt so ein Obermufti. Mufti. Seit wann nennen wir die Dinger jetzt Mufti? Seit letzter Woche, ne? Echt? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was, wie soll ich den sonst nennen? Ich kenne seinen Namen nicht. Hallo? Ich bin Chiara. Achso, Herr Mufti. Ja, ich sehe den. Versteht's doch, der hat ein Namensschild. Hallo, ich bin Mufti. Taucher? Heißen die Partei? Und wer will von uns der Sneaky-Typ sein ohne Trophäe? Kann auch ich machen, aber ihr seid, also, oder ich nehme auf, weil was ihr seid das Smartere? Gutes, ihr seid aber ein gutes Schutzschild, hier, Angriffsziel dafür, ne? Man sieht euch halt durch die Wand und so, also durch die Blitze. Freundlicher Versprecher, Dalu, gutes Schutzschild? Ja. Kanonenfutter? Menschliches Schutzschild, ich bin ein gutes menschliches Schutzschild. Komm. Ich erfülle meinen Dienst. Ich nehme mal die Trophäe auf. Wenn du es aufhebst, kannst du, wenn du das einmal anmachst, dich einmal relativ schnell im Kreis drehen, weil du musst nur darauf achten, ob du was Orangenes siehst. Okay. Das würde uns schon sagen, ob dein Feind ist. Also einmal schnell drehen, damit du nicht so viel Sekunden verbrauchst. Ja, das wäre das neue E, war das, ne? Ja, würde ich auch jetzt einmal kurz machen, weil vielleicht werden wir schon belauert. Okay, nix. Ja. Wir können es riskieren. Wollen wir rüber? Okay. Ist aber jetzt gefährlich, ne? Da muss noch jemand den Wallhack mitnehmen. Ja, mach mal du, Dalu. Ich guck aber auch noch mal schnell. Ich bin Sneaky. Ja. Okay, Sneaky Charlie. Ja, Chiara Sneaky. Oh, das ist natürlich... Das könnte jetzt aber auch stark nach hinten losgehen.
Warum? Jeder sieht uns. Der verfolgt Chiara. Der Dicke verfolgt Chiara. Oh nein, der verfolgt mich. Oh. Das ist der Mann, verfolgt mich. Okay, doch nicht. Und das die Schüsse. Ich habe immer noch. Oh, das ist. Das ist taktisch keine gute Idee, was wir machen. Aber könnte spannend werden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ja Riesenschüsse. Verfolgt mich der große Typ hinter mir noch? Nee, der läuft nicht so lang. Oh, Achtung. Egal. Ich gebe euch Deckung, ich sehe nix. Erstmal wieder Ausdauer regenerieren. Wir hatten das Bounty schon aufgehoben vorher, oder? Dann habe ich nicht drauf geachtet. Weil dann hat nämlich gerade ein Bounty gewechselt. Das heißt, ein angreifendes Team hat das Verteidigungsteam getötet. Aber der Kampf läuft noch. Ich habe keine Ausdauer gehabt mehr fürs Messer. Ja. Ah, doch, gegen Hock. Noch ein bisschen. Wir gehen zum rechten, zum linken Ausgang, oder? Ne, wir gehen voll rein, oder? Also wir holen jetzt. Wir holen uns die Beute. Okay. Alles klar, okay. Komm. 2-1 also, Risiko. Das ist halt auch absolutes Risiko. Jeder sieht uns halt ankommen. Wir sind nicht geheim. Aber das erwarten die nicht. Wir hätten, also eine Taktik wäre zum Beispiel, das Bounty einfach liegen zu lassen. Und gar nicht, also erst rüber zu gehen, weil wir wissen ja, dass alle hier sind. Die haben auf jeden Fall geswitcht und die haben jetzt noch 5 Sekunden. Ich sehe 2-3 Stück relativ weit unten hinter der Wand. Im okay. Low Ground. Mhm. Ich habe keinen Wallhack mehr, leider. Ich nutze mal gleich meinen Wallhack. Das warst du nicht, oder? Das war ich. Ich habe die nicht gesehen. 3 Stück. Ne, ich habe auch keinen Spieler gesehen, nur mit Wallhack habe ich sie gesehen. Die 3 orangen. Nee, ich habe gerade mal Wallhack eingesetzt. Ich habe nichts gesehen. Oder du halt siehst doch vor uns 3 orangene Flecken, wenn du einmal kurz drückst. Ich habe einmal kurz gedrückt, ich habe es nicht gesehen. Ich höre sie. Okay, ich glaube, ich habe sie laufen im Haus rum. Du hast nur 5 Sekunden den Wallhack. Ja, insgesamt. Ich habe nur einmal raufgedrückt, weil ich weiß, jedes Mal wird eine Sekunde benutzt. Also die sind, wir müssen auf das Gebäude ziehen. Ich weiß nicht, ob sie oben drin sind. Okay, ich habe sie schnell losgelassen. Die sind unten. Die sind unten? Ja, die sind unten. Okay. Ich hab noch 2 Sekunden Wallhack. Aber schon auf Ground Level, oder? Oben ich hab einmal Fenster. Geschossen. Hat einen Hit von mir? Du hast einen gedownt. Oh, hab ich ihn gedownt. Hast du eine Granate? Ich hab Dynamit. Ja, wirf rein. Ich bin zwei weg, ich komme näher ran. Einer ist oben, also einer ist auf die Etage und einer ist unten. Ja, der hebt auch. Oh Gott, ich weiß nicht, das ist er zu ist kurz, nicht ne? drin. Ah, shit. Ja. Der ist am rechten Fenster weg. Ja. Aber guter Treffer. Ich habe noch eine Sekunde Wallhack. Ja, also. Pass auf, wir dürfen, also wir machen halt wirklich gerade was Dummes. Ne? Es ist relativ Holz, wir haben keine gute Deckung. Die sehen uns. Da nur dumm. Ja, ja. Was? Oder mutig. Mutig, komm. Außergewöhnlich. Tapfer. Warte, redet er mit uns? Ja. Was, er redet mit uns? Ich hab Voice nur so leise, ich weiß, ich hab's zu leise. Ich hab's gar nicht angehabt. Also ich glaube, er hat Dalu gesagt. Also ich glaube wirklich, dass das ist, was ich gehört habe. Aber ich werde beschossen. Okay. Von oben, ich glaube, ich weiß es nicht. Bei den Fenstern ist nichts. Also wenn dann... Also ich könnte jetzt gleich eine Nate kommen. Der halt wirklich schlecht. Bei den Fenstern, wie gesagt, sehe ich nichts. Tür kann ich nicht richtig... Doch, am Fenster, links am Fenster. Links am Fenster? Einer mit Hut. Ja, da wo ich den ersten schon down geschossen hatte. Kannst du mal markieren? Der ist ein bisschen... Das war dann nach links gelaufen. So. Ich würde halt mal gucken, genau, wie er rechts, nicht, dass da uns einer umläuft. Mhm. Wir sind halt auch zu dritt gewesen, das wissen wir. Da kommt Dynamit. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sie den Stream offen haben. Ah, komm. So mies sind die nicht, glaube ich. Einer hat kurz gepiekt, immer noch am Fenster. Ist jetzt nach rechts zwischen den beiden Fenstern. Jetzt weiter... Er ist komplett nach rechts jetzt, oben. Ich wollte den Wallhack nochmal einsetzen, das ist das letzte Mal dann auch. Ja, guck, ob du alle 3 siehst, das ist wichtig. Okay. Du musst alle 3 finden.
Zwei, ja. Einer oben und zwei unten. Okay. Also der ist eher hier in der Mitte. Und die anderen beiden sind hier und hier geteilt. Oh, bitte bleib tot. Oh, man sieht meinen Schatten. Du hast auf jeden Fall schon einen guten Hit gelandet, Chiara. Da war einer schon down, das war stark. Irgendwann noch ein. Das ist halt auch eine riesengroße, riesengroße Kirche, Alter. Wo war denn der? Da oben. Ist da rechts ein Fenster oder was? Ja, weiter rechts. Das ist kein Fenster, das ist ein Spalt. Okay. Den einfach ausgenutzt hat. So ein Hund. Ja, so ein Spalt gibt es vorne auch noch, sehe ich gerade. Ja. Ja, hier ist auch noch so ein Spalt. Ja, genau, den meinte ich. Genau, und auf der anderen Seite ist da so ein ähnlicher. Wir müssen schauen, wann die uns umlaufen. Wieder am Fenster, auf beim rechten aber. Ein Peak nicht mehr. Das war ich. Ein bisschen Stress gemacht. Was? War das Brandmunition oder ist das so eine Granate? Da war eine Fackel. So, okay. Zwei von dreien sind noch drin. Dritter Spieler ist halt unbekannt. Also der eine ist immer noch oben. Also hier habe ich den eben gerade gesehen. Ist auf der anderen Seite ein kleiner Spalt. Da habe ich den eben, ja, in eure Richtung laufen sehen. Jetzt leider gar nicht mehr. Ja, immer mal wieder auf Tab gucken, ob die nicht rauslaufen hinten. Es sieht aus, als wenn sie moven. Aber das ist noch nichts Fixes. Mhm. Ja, so eine Belagerung ist immer schwer. Ich habe gerade hier einen gesehen am Fenster. Wieder das Fenster oben links auf dem Balkon. Nee, oben links am Balkon, sondern rechts eher, dort wo ich jetzt gerade stehe. Richtung Turm. Richtung Turm, also ganz anderes Gebäude. Nee, warte, es ist ein Kirchenturm, oder? Also wenn ich hier an die rechte Seite gehe, wo ich bin. Ja. Hinter dem Haus. So eine Kirche. Ja, dann sind die, also gehen die weg, meinst du? Es könnte sein, also ich habe ihn da nur vorbeirennen sehen. Ich umrenne. Die sind wirklich im Hinter. Also laut Tab sind sie im hinteren Gebäude jetzt. Ich umrenne das Haus mal. Oder die Kirche. Ich werde beschossen von der Seite. Ja, ich wurde beschossen. Komm, ich komm. Der pusht vielleicht. Ja. Oder er rennt weiter. Ah, shit, hier ist so ein. Das ist deren dritter Spieler, der umläuft. Links rum eher. Einer ist gesprungen oder gefallen. Mhm. Also von hier aus habe ich dort einen eben gesehen. Das Blöde ist, wenn die, also der eine umläuft uns, der kein Bounty hat. Und wir wissen nicht, wie viel Infos er hat. Ja. Also ich hier auch mal umlaufen? Ich habe ja auch keine Trophäe. Nee, warte mal, die sehen ja trotzdem mit den Sekunden, ne? Nee, die haben nicht mehr. Die haben schon weg. Die werden es bestimmt auch schon eingesetzt haben. Pass auf, hier ist halt der große Lurchi, keine Ahnung. Wie sind nochmal?
Wenn die, Mufti? Die Miet... Mufti. Also. Lurchi, ich weiß nicht, Lurchi der Lurch. Wir können auch abhauen. Die haben halt den Belagerungsvorteil, also die haben halt den Indoor-Vorteil. Ja, die haben nicht so viele Möglichkeiten zu pieken, aber wir werden halt von außen umrundet immer. Wir haben keine Ahnung, wo der ist, während wir nicht auf. Wir können nicht angreifen. Und es kann sein, dass in der Zwischenzeit andere kommen, oder? Nee, ich geh davon aus, dass die anderen tot sind. Okay. Die sind eher rechts an der Kirche jetzt wieder. Also eher auf der Seite, nicht da oben, aber. Mhm. Da oben! Ja, auf dem mittleren Turm, da, mittlere Ebene. Okay. Oh shit. Ist okay. Hat sich erwischt. Ja, geht aber. Ah shit. Einer ist unten, hier. Da ist einer, komm zu Dalu. Der ist unten. Der ist bei dem. Ach scheiße, ich bin da. Oh, zwischen uns. Gerade rechts von dir. Fuck. Hat Hit, einer hat einen Hit. Einer hinter dir, komm, hinter dir ist einer, glaube ich. Push dich da. Die pushen mich, ja. Einen habe ich gedownt, einen habe ich gedownt. Der andere hat Hit. Die Tante hat mich erwischt. Oh, beide bei mir, beide bei mir. Ach shit. Einer mit so einer Jacke hat Hit. Ah, schade, ich habe ihm einen Treffer gegeben, aber. Schade. War wirklich knapp. Einer war es noch. Zweieinhalb Kaum haben wir gekillt. Sagen wir, wir gehen. Ja. Dachten Sie nicht das auch? Knapp, war knapp. Ja. Scheiße, jetzt ist dein Charakter und unser Charakter weg, ne? Nee, euer. Na doch, euer mittlerweile auch. Also, ihr habt ja am Anfang habt ihr ja so ein kleines. So ein Backup, wenn ihr mit Hand startet. Ich glaube, bis Rang 14 oder so verliert ihr Charakter nicht. Aber der war jetzt auch Prestige 12, Rang 80. Also, wenn du, das ist auch ein Matchmaking. Die hatten halt mehr Waffen. Also, die hatten halt Waffen, die ihr noch gar nicht haben könnt. So, das ist immer ein bisschen komisch. Ja, die arbeiten noch dran. Ja, das, ich glaube, das ist halt auch einfach mit der Playerbase verschuldet. Also, du willst die Leute ja auch keine halbe Stunde warten lassen. Das stimmt. Auf ein Match. Muss ich selbst schlecht sein. Aber dafür war echt gut. War wirklich, ging um einen Treffer aus. Ärgerlich, ey. Und Chiara hat da einen sehr guten Schuss am Anfang gesetzt. Also einen hat es ja direkt. Den hat sie ja sofort. Also wenn die aufschreien, heißt es, ist ein Headshot, oder wie? Ja, genau, wenn die laut brüllen, ist er down. Ja, das ist gut zu wissen. Nicht nur, dass sie getroffen sind. Das waren halt nur noch zwei und einer hatte eben auch noch einen Hit. Ja. Aber es bringt ja nichts, wenn die alle sich wieder aufpäppeln, ne? Nee, die waren ja genau bei mir am Friedhof. Da habe ich noch einen down geschossen. Also genau, und dann hatte ich, also ich hatte auch noch einen und der letzte war verletzt. Also es war wirklich irgendwo ein Schaden, ein Treffer hat den Unterschied gemacht. Ich glaube, du musst selbstständig auf Mission verlassen drücken, oder? Weil das. Ich glaube schon. Okay. Holy shit, was ist das für ein Charakter, den du da hast? Welcher? Ich weiß gar nicht, wer da steht, weil ich bin gestorben. Ein Kapuzenmann mit schwarzer Maske. Okay, jetzt hast du einen alten Mann mit einem Kreuz auf der Stirn. So, ich hab den hier, den Alter. Ronin. Okay. Oder die Prodigal Daughter, aber jetzt spiele ich den Revan. Den Revan. Okay, wir müssen neue Jäger rekrutieren. Wen nehme ich denn hier? Der hat einen Brandfläschchen. Ich mag die Sparks, ich spiele beide. Okay. Was habe ich beim letzten Mal gehabt? Ich glaube, die Martini hatte ich beim letzten Mal. Martini Henry. Oh, ich bleibe bei Springfield. Springfield mit Hakenschützen? Aufsatz wäre gar nicht so schlecht. Spielst du eigentlich mit Scope oder ohne? Ich krieg da, also mit Scope fühlt sich das Spiel so schwammig an. Also das ist natürlich gewollt. Und Scope kann natürlich sehr stark sein, aber es fühlt sich so, fühlt sich sehr komisch an irgendwie, finde ich. Okay. Mit Schalldämpfer. Linda Gant. Okay. Messer nicht vergessen. Brandfläschchen. Dynamitstange. Und Gesundheitsstürze. Oh, nimm mal eine Brandbombe. Erkundungsbomben. Okay. Ich hab dann Kannst du irgendeine Pistole empfehlen? Oh, ich habe aus Versehen. Könnt ihr mich nochmal einladen eben? Ja, klar. Ja, eine Pistole empfehlen. Coldwell Uppercut, aber die werdet ihr wahrscheinlich noch nicht haben.
So, ich weiß, es ist immer schwer. Schau halt, oder dass ihr mit dem Damage auf ungefähr 150 kommt, wenn ihr Pistolentreffer und Gewehrtreffer kombiniert. Also das da, was du hast, reicht voll und ganz. Wenn du mit beiden triffst, ist er tot. Okay. Bei euch beiden halt der Fall. Ihr habt beide einen Karabiner, der halt auf Damage ausgelegt ist. Guck mal. Nagant soll gut sein. Also Nagant ohne Schalldämpfer. Der Schalldämpfer droppt natürlich stark in der, ich glaube, in der effektiven Reichweite. Macht sich das bemerkbar? Mhm. Fanning, wir können uns ja die Perks noch nicht aussuchen. Ich glaube, Fanning kriegst du noch nicht, weil der Chat das gerade sagt. Fanning dürftet ihr noch nicht haben. Ja, wir haben jetzt sowieso keine Punkte, um Perks zu holen. Sind ja tot gewesen. Okay. Oben seht ihr auch gerade den Eventbalken. Wenn der voll ist, kommt der neue Boss. Also jetzt natürlich, aber es dauert noch. Stimmt noch. Anderthalb Wochen. Es gibt bisher nur drei Bosse, sehr oder? Sehr wenig. Drei Bosse? Oder? Oder wie viel gibt es? Ja, da gibt es den Butcher, die Spinne und den Assassin. Und jetzt kommt noch die Krähe. Oh Gott, hat echt lang gedauert, bis sie den vierten Boss hinzugefügt haben. Das ist so, es ist so schwer bei Hand. Auf was setzt man bei Hand die Prioritäten? Ist eine Map cooler als ein Boss? Ja, nicht schon. Aber die Bosse, haben sie einen großen Impact? Ob du jetzt mit einem Hammer auf eine Spinne haust oder mit einem Hammer auf einen Butcher? Ja, ist eine gute Frage. Also es gibt ja, halt es geht sehr viele halt Spiele, auch die nur eine Map haben. Es geht nicht unbedingt um die Bosse. In der ja. Stimmt, es geht natürlich nicht drum. Aber der Unterschied ist natürlich schon... Also schon schick. Also die Bosse sind schon sehr unterschiedlich. Deswegen die Krähe passt gut rein. So, wir haben wieder mögliche Spawnpunkte rechts und links von uns. Also ihr seht das ja auf der Map, diese Wege, die nach außen gehen. Mhm. Ja. Ja, geil. Und da müsste man schon aufpassen. Wollen die gleich abfangen? Muss natürlich nicht sein, dass sie da sind, ne? Aber ist die möglich. Möglichkeit. Ja. Oder wir gehen links, da könnt ihr auch sein. Ne, ich okay. Wollte nur mal kurz den wegmachen. Wir sollten schon hier nach Salt as Pork gehen. Aber trotzdem mal links, rechts gucken. Mhm. Dass wir direkt attackiert werden. Chiara, hast du ja gerade wirklich einige Treffer versenkt. Hä? Auch als ja. Du gepusht wurdest, hast du ja auch noch ein Bild. Moment, fehlt bei euch hier eine Hauswand? Eine Hauswand? Ja, ich kann hier reingucken. Nee, da ist alles zugebaut. Da ist alles zu bei uns. Oder bei mir zumindest. Bei mir ist da auf. Ja. Dann geh doch rein. Ich kann auch rausgucken, wenn da wer kommt. Ich sag euch Bescheid. Oh, wenn hier wieder was wäre, melde ich. Also wenn da, das wird mir halt schon sehr leid tun, wenn da einer kommt. Also wenn da ein Spieler angerannt kommt, der kriegt halt einfach durch die Wand. Oh, das ist nur aus dem Maul. Guck, kommt dann noch mal. Da geht's gar nicht weiter. Ich dachte auch, hier geht's weiter. Ich mach mal die Tür hier auf. Ja, mach mal. Wahrscheinlich geht's schnell, wenn man einfach außen rumläuft, aber naja. Ah. Das? Oh, Geld. Das ist halt nicht mehr in dem Haus. Im Moment, bei mir ist hier alles kaputt. Ich glaube, hier ist auch eine Wand. Warte mal, die sollte man messern. Weil man da nicht mehr vergiftet ist. Hast du tot? Ja. Okay. Ach, die stand direkt davor. Ich hab's komplett übersehen. Ja, hier ist auch... Ah, die Wände sind da. Haben sie gerade nachgeladen. Ja. Gerade angeliefert worden. Hive-Party. Ja, ziehst du ruhig weg. Ich lauf. Okay. Ansonsten kannst du die wegmessern.
Also die kannst du so, wenn die dich umschwärmen, kannst du einfach mit dem Messer weglenken. Okay. Achtung, die Hunde sind nicht... Ich muss gerade warten, bis ich mich wieder regeneriere. Oh, da du, einer gab dich an. Oh, da hat sich aber einer reingeschlichen. Oh, da ist ein Hund. Die war nicht so toll. Ja, mit dem Messer, wenn die angehüpft kommen. Ey, der kann sich nicht entscheiden, deswegen... Ich wollte es halt jetzt du... Noch einer wird, let's go, hol ihn dir. Hey. Oh, wird, okay. Oh, nice, nice. Er ist einfach gegen dein Messer gesprungen. Krass. Ja, lass mal hier rechts schauen. Not for bees, ja. Wie nennen die Großen nochmal? Mufti? Die Muftis selbst, wenn die. Hier ist die Spinne übrigens drin. Deswegen lass uns erst den Hinweis suchen. Ist auch kein Gegner gerade in der Nähe. Okay. Außerhalb kann natürlich wer sein. Aber im Compound ist gerade keiner. Ich habe keine Ausdauer für die Heil. Jetzt. Ich komm. Achso, ich nicht. Ich mach die Reste hier. So, und jetzt können wir, wenn wir reingehen. Hier, das zum Beispiel, wenn ihr hier rankommt und nehmt die richtige Waffe in der Hand, glaube ich, dann schaltet ihr Custom Ammo für eure Waffe frei. Mit hoher Gewöhnlichkeit habe ich jetzt. Ja, oder halt, also ein Upgrade halt für die Waffe. Mit der ihr das aufgehoben habt. Okay. Blueprints. Oh shit. Man nimmt's nicht. Lady. Was machst du denn? Machst du die ganzen Vasen hier kaputt oder ich was? Doch nicht, so. Das war ein Fräulein Zombie. Komm jetzt mal hier rein. Ja, ja. Was? Komm schon. Einfach so ein Zombie runtergeflogen. Jetzt erwischt. Also, wir haben hier die Spinne drin. Habt ihr die schon mal gemacht? Schon ich glaube, ich habe alle schon mal gemacht. Wir hatten alle irgendwas schon mal gemacht. Ja, dann nehmt euch einen Hammer und los geht's. Wo finden wir den Hammer? Brauchen Hammer. Hammer. Natürlich geht man erster Scherbomben. Ja, einen kleinen. Na, und einer müsste wirklich immer mal gucken, ob hier sich nicht was annähert. Dann würden wir oben links, wie gesagt, würd's rot leuchten. Hier sind noch Äxte drin, also... Ach, Äxte sind auch drin. Okay, dann komm ich noch kurz hoch und schnapp mir eine Axt. Da ist schon ein bisschen Action. Angegiftet worden. Ja, die frisst mich stark gut weg. Ist mal nicht schlimm. Au. Okay. Ich drück mal wieder E. Kann auch alle draufhauen. Oh, jetzt hau ich daneben. Spinne, warum bist du so schnell? Axt. Naja, sie hat mehr Beine als du. Verdammt. Ist fortgeschrittener. Ist jetzt unten? Ach da. Das mein Gott, das ist ja wie ein Resi 7. Los jetzt! Eine erfahrene Spinne. Hey, mal auf, Nüsschen da. Ah, endlich. Okay, ein bisschen vergiftet. Das ist fein. Ja, kurz raus. Nein, ich drück mal kurz draußen sind noch Medikits, also gegenüber sind noch Medis. Komm her. Wer hat die Raben aufgeschreckt? Ja, alles noch gut. Habe ich einen verletzt von euch? Nee, immer kann drauf jetzt. Ich kann meine Kraft nicht kontrollieren. Ja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Die brauchen noch einen Schlag. Ich hab... Lass mich vor. Ja. Also ich muss mich ja gar nicht heilen. Man heilt sich aber, wenn die Spinne tot ist, ne? Ja. Ja, egal. Ja, also genau, deswegen nicht die Medikits nutzen, die in der Tasche ab. Die will ich nicht immer bis zum Ende aufheben. Naja, wenn wir jetzt banishen, seid ihr wieder voll. Ja. Und hier ist eine Kasse, davon würde ich mich aber auch mal bedienen. Ich bin leider arm. Hier könnte einer noch rangehen. Chiara, gönn dir. Kasse? Ja, wenn du Glück hast, kommt da 1000 raus. Hier mal gucken. Geil, Glücksspiel, wo? Oh, Casino, da, Slotmaschine. Komm, Chiara, komm. Yes. $50 ist 75. Gängig. Ah, immerhin, ich hab 50 bekommen. It's something. Jetzt noch ein Medikit. Mann, und wir haben die ganze Zeit versucht, die Viecher mit irgendwie unseren Gewehren zu erschießen. Ja, das ist gerade, wenn du später dann auch die Custom-Ammo mit hast, ist das viel zu schade.
Also klar, du kannst natürlich Brandmunition nutzen für die Spinne und Gift für den Assassin, dafür sind die anfällig. Aber erstmal, die Äxte und so sind halt so viel leiser. So, du willst ja auch nicht da aus 100 Meter gehört werden. Ja, klar. Seit wann können Zombies auf Dächer gehen? Na gut. Wenn sie da geboren wurden. Vielleicht sind sie nie runtergekommen. Ja. Da kam der Storch hin. Der andere Boss wurde noch gar nicht besiegt. Ist das ein Job für uns? Den holen wir jetzt auch noch. Der ist ein Job für uns. Wir haben bei uns auf jeden Fall zwei Spawnpunkte noch nebenbei abgecheckt. Das heißt, bei uns nach Süden hin gibt es halt noch viel. Die brauchen halt länger. Und von oben wird wahrscheinlich keiner kommen. Die wären nämlich schon da. Mhm. Das heißt, wenn die Gegner bei uns kommen, dann wahrscheinlich aus Südost. Oder wenn die gar keinen Bock auf den anderen Boss hatten, dann halt aus Westen. Der Ausgang ist ja auch bei uns in der Nähe. Tatsächlich. Mhm, ja, der aber doch einfach abzufangen. Also wenn der andere Boss oben ist, dann stehen wir natürlich erstmal noch ein bisschen schlechter da. Ja, okay. Sind es Schüsse bei Süden? Nee, oder? Es waren keine Sie Schüsse. Da waren das schüssig? Doch, es gibt Schüsse. Doch. Ja. Hab ich Schüsse? Süden? Südwesten, aber weit weg war das. Ach, Südwesten, okay, stimmt. Woanders. Die Gegner, gegen die wir gerade verloren haben, die waren übrigens wirklich deutsch und sie hatten wirklich in-game mit uns geredet. War knapp. GG. Ach, war wirklich ein ganz knappes Ding. Haben sie sich gerade bei dir im Chat gemeldet? Ja, ja, der okay. Eine, also ich glaube halt, ich habe ja mein In-Game-Voice sehr leise, weil ich finde, In-Game-Voice kann natürlich auch ganz coole Situationen hervorbringen. Mhm. Aber ihr kennt das ja mit In-Game-Voice in Online-Games. Yes. Ich dachte halt, er hat Dalu gesagt, aber ja, war wirklich so. Gott, ey. Das ist der schlimmste Albtraum. Stell dir vor, die würden das in Phasmophobia machen. Dalu. Da ist einer bei uns drin. Ich hab absolut nicht hingeguckt gerade. Nahkampf im Haus. Das könnt ihr noch schaffen. Ja. Der hat einen Säbel. Der wird den. Ist oben. Der ist kommt. Oben. Der ist runter. Pass auf, der hat einen Säbel. Er one-hitted euch. Pass auf. Komm, ich vertraue euch jetzt. Von hinten könnte auch noch einer. Ihr macht das jetzt. Ja, du bist noch verletzt. Wird. Heil dich ruhig erst voll. Der kommt angerannt. Säbel, das ist der Säbel. Ich renn. Ja, ist down. Schön. Hinter mir, hinter mir. Und nutzt den Wallhack. Ja. Hast du einen, Kiara, oder bist du ich down? Hab einen, ich hab einen. Und einer ist noch oben. Einer ist noch oben. Der andere ist oben. Ihr könnt mich vielleicht auch noch aufheben. Ich lieg da hinten, unter dir jetzt, wird. Ja, ich seh's. Kiara, ich seh hinter dir nichts mehr. Der kommt vielleicht von oben. Da, du stehst. Sehr sicher nicht. Ich setze den Wallhack ein. Den anderen, den ich glaube, ich hatte, der ist auch unten, ne? Die Leiche. Der ist direkt über uns. Ja, ich heile mich. Da kommt ein Nate. Ich glaube, hinter mir könnte noch einer kommen. Ach, da bist du, Lalo, okay. Nee, wir haben noch zwei erledigt. Ist der noch oben? Wir haben zwei erledigt? Ja. Aber ich habe über Dalu, glaube ich, schon keinen mehr. Der muss noch oben sein. Einer ist noch da. Ja? Der ist hier oben. Der kann auch aufgehoben haben. Ihr habt oben noch einen gekillt, oder? Stimmt. Ja. Shit, der ist er. Fuck, hat mich angeschossen. Ich bin recht. Scheiße, Säbel. Hey, einen habe ich. Okay. Den Säbel-Dude habe ich. Halt durch, okay. Ja, ich habe mich. Die Dudette ist noch da. Das wollte ich gar nicht. Kommt hier runter, brennend. Schön. Der andere ist auch tot, oder? Nicht, ne? Du hast unten einen gekillt, oder Wirt? Kiara hat unten einen getötet, unten, ich hatte oben einen getötet. Aber ja, okay, der unten wird ja noch nicht aufgehoben sein. Nee, der liegt noch da, hab ich gerade gesehen, weil wir jetzt nicht. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Wir sind alle tot. Puh. Knapp. Dankeschön. Ich guck mal halt hier so ein Medikit.
Ich gucke halt so schön in den Chat und werde so gemessert. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe ihn auch nicht. Also, ich frage mich, wie er reingekommen ist. Die war noch super schnell irgendwie. Ich habe halt wirklich Brain AFK nicht hingeguckt. So schnell kann es gehen. Aber das habt ihr sehr gut gemacht. Oh, eine Verbandstasche habe ich angesammelt. Er sagt Bescheid, wenn ihr irgendwo Verbände sieht. Verbandstaschen. Ich kann dir nichts droppen, oder? Nee, ich habe welche, aber ich will die nicht unbedingt nutzen, weil du meistens. Ach, hier. Okay, ich habe schon. Ist da noch eins? Ja, bin voll. Ich habe keinen mehr gesehen. Ja, du müsstest es vielleicht auch nochmal nutzen. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Geil, nice. Okay. Ich kann keinen nutzen, ich bin ja einmal down gegangen. Okay, das heißt, also der andere Boss wird gebanished, ein Team haben wir tot. Wo haben wir denn die Spinne erledigt? Oder haben wir die Trophäen schon aufgehoben? Nee, ne? Doch, ich habe die Trophäe aufgenommen. Ich hab eine vom Gegner jetzt aufgehoben. Ach so. Die haben uns hier gemobst. Boah, das habt ihr gut gemacht. Die kommt da mit dem Säbel rein. Okay, immer voll heilen, wird hier gesagt. Gut, darauf muss ich achten. Ja, also gerade so in einem Gunfight willst du wieder voll. Also ist natürlich abhängig davon, ob du die Möglichkeit dazu hattest. Mhm. Aber du hattest die gerade gehabt, als du in deiner Ecke warst. Ja, ich hatte ein bisschen gezögert. Lieber heilen. Ja, okay. Aber klar, hätte auch passieren können, dass wenn du dich heilst, kommt er gerade um die Ecke gegangen. Also das kannst du so. Yes. Ist immer schwer sozusagen. Mhm. Okay. So, was habt ihr die Leichen schon gelootet? Ich ja. Okay. Ich hatte den oberen gelootet, den hier. Weil noch nicht gelootet. Okay, $50. Mhm. Oder wie auch immer die Währung hier heißt. Also wir sollten. Also Profis? Jetzt sollten mit dem Ding sollten wir abhauen. Also oben links. Okay. Chiara und ich sind beide One-Shots. Nee, Chiara kann doch gar nicht. Achso, ihr wart schon Chiara war auch down. Einmal down. Ja, okay. Ja, richtig. Du hast 149 Damage macht eine Sparks. Und da wir nicht mehr volle HP haben, ist das für uns schon lethal. Mhm. Also ich habe noch 4 Sekunden, die ich einsetzen kann vom Wallhack. Ich fand das Beste, fand ich aber gerade, als Chiara gerufen hat, Hilfe, der mit dem Nebel. Chiara rennt durch den Raum, der mit dem Säbel rennt hinterher und wir sitzen in der Ecke und gucken. Hey, ich hab ihn erwischt, okay? Ja, du hast ihn gekillt, ja, aber es war so, beide laufen so von rechts nach links. Weil ich gerade am Heilen war. Vor allem, ich bin zweimal Leuten mit Messern weggelaufen. Vorhin der andere auch schon und ich drehe mich um, schieße, geht, renn weiter. Das war voll die Paniksituation. Wusste gar nicht, dass du so mächtig ist mit Nahkampf. Ist so ein Benny Hill-Moment gewesen. Ja, total. Wenn sie nochmal zurückgekommen wären. Ja, ja. Das okay, Feuerding. Die mit dem einen Bounty sind raus, also die sind direkt abgehauen. Nehmen wir mal an, die haben das ist die so Mobbing. So war das bei euch, oder was? Er steht da in der Mitte. Ich war in der Mitte, ja. Ah ja, Chiara war in der Mitte. Ich hab mich wenigstens noch revanchieren können. Ich habe auch reingemessert, nachdem ich dann mit dem Säbel umgehauen wurde. Mit dem Säbel reingerannt, das ist nochmal interessant. Das ist so ein Call of Duty-Ding, dachte ich, Phänomen, wo dann alle mit Baseballschlägern rumrennen auf Newtown. Ja, wenn du, abhängig davon, was die Gegner dann halt für Waffen haben, wenn du halt deine, mit der Sparks, wenn wir jetzt daneben schießen, dann, du kommst ja im Kampf nicht mehr dazu nachzuladen. Dann, und wenn dann einer mit dem Säbel auf dich zurennt, dann okay, wird also wahrscheinlich verlieren. Ja. Gibt es aber einen Perk, das den Schaden davon reduziert, weil so ist es One-Hit. Also egal wie viel AP du hast, das Ding tötet dich komplett, außer du reduzierst den Schaden davon durch den Perk. Ja, keiner hier in der Nähe. Ja, wie gesagt, die anderen sind abgehauen, die werden natürlich auch einen Kampf gehabt haben. Also wahrscheinlich. Wir hatten jetzt einen. Ja, aber der muss ja auch gedacht haben, er macht die Tür auf und da steht einer AFK. Ey, aber du warst doch nur eine Sekunde AFK, ne? Also. Gefühlt habe ich eine Sache im Chat gelesen und war auf einmal tot. Das habt ihr gut gerettet. Ja, gerade noch so, aber. Ja.
Das ist ein Teamwork alles. Das genau, Teamwork. Quasi Killtrade einem nach dem anderen, würde ich sagen. Das stimmt, aber wir hätten den Typen noch bewachen sollen. Das habe ich leider vergeudet, weil ich Dalu dann wieder belebt habe. Ich dachte, es hat eher mehr Priorität, dich wieder zu beleben, als jetzt den Typen oben zu bewachen. Und als ich dann hochgegangen bin, habe ich ja voll aufs Maul bekommen. Aber bin ich gestorben. Stimmt, wir hätten ihn eigentlich umzingeln können. Jeder geht die eine Treppe hoch. Genau, und ich hatte erst, wie gesagt, ich dachte, du erstmal Dalu wiederbeleben, mich heilen. Und dann gehe ich einfach um die Treppe rum und so erstmal vollen Schuss abbekommen. Das Gute war ja, dass einer zumindest unten lag. Also sie konnten sich ja wenigstens nicht das ganze Team zurückholen. Ja. 4 haben wir erledigt. Sweet. Okay, ich habe die Springfield kompakt jetzt. So, gucken wir mal. Perks. Oh, wir haben jetzt genug Punkte für Perks. Schon mal gut. Ein spannendes Ründchen. Schafft man denn noch eins? Manchmal dauert eine Handrunde halt länger als eine halbe Stunde. Ja, eins schaffen wir noch. Die Handmusik ist echt schön. Ja, auf jeden Fall. Die neue auch, sehr gut. Nichts geht über den Hand-Geburtstags-Remix. Es gibt einen Geburtstags-Remix? Ja, so ein Happy Birthday to you mit den Hand-Sounds ist das. Ja. Ah, ist ja geil. Ho, 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 gibt's das zu Weihnachten. Wie hast du mich genannt? okay. Oh, was habe ich hier eingesammelt? Eine Schwarmbombe. Ja, das ist so wie die Hive selbst, nur dass du die in einem Glas hast. Stolperfallen. Oh, habe ich noch nicht. Schade. Ja, ich glaube, ich bin ready. Wirt holt ihr Fächern und fragt Dalu, was es macht. Was? Fächern? Fächern? Ist das das Perk heißt Fächern auf Deutsch. Also Fanning ist das. Okay. Das ist, wenn ihr im Wilden Westen den Revolver nach vorne halten und dann immer am Dingens hier an dem, nicht der Schlitten, wie nennt sie das Ding denn? Kennt ihr das aus dem Film, wenn einer so ohne anzuvisieren mit dem Revolver die ganze Zeit rumballert, am Hahn dahinter. Ah, ja, und dann halt wie so ein Maschinengewehr, das Ding da. Ja, immer wieder mit der Hand nochmal runter. Das ist Fächern, sozusagen. Ah. Wenn du ein Revolver im Nahkampf bist, ballerst du da wie wild um dich. Okay, das ist Das ist ein gängiges Perk später. Interessant. Ist der Hahn, ne, den man nach hinten spannt? Ja. Dann haben wir wieder 2 Bosse. Diesmal ist zum Beispiel, wenn ihr es auf der Map sieht, wie die Map geteilt ist, unten ist so viel schneller, der Boss zu finden, weil es halt nur 5 Gebiete gibt. Mhm. Von uns eher wahrscheinlich, dass welche links von uns spawnen oder hier geradeaus direkt. Also wir haben 2 Spawns wieder neben uns. Okay, hier haben wir noch gar nicht, oder? Nee. Hier will es auch nicht sein, das ist auch ein Kackgebiet. Du kannst dich hier ohne Alligator-Legs kaum vorbewegen. Oh, da hat einer was gedroppt. Wir kriegen ein Geschenk oben. Was? Wo ist denn das gesehen? Oben in der Mitte kam so ein goldener Schriftzug. Ich habe jetzt leider nicht gelesen, was es war. Auf jeden Fall gibt es gerade durch das Event, kannst du deine Punkte, die du für das Event bekommst, kannst du verdoppeln. Du kannst einen XP-Boost sozusagen droppen. Und wenn du das machst, bekommst du und dein Team zwar mehr Punkte, aber alle anderen Spieler auf dem Server bekommen was geschenkt. Kann auch Geld sein, kann auch, wenn ich das richtig gesehen habe, Skins sein und so weiter und so fort. Leider ist es Quatsch. Also wenn ihr das gerade, also wenn eure Zuschauer das auch gerade hören, ihr bekommt leider noch keine Eventpunkte. Also man schaltet natürlich zwar den Boss für alle schneller frei, aber das wird so oder so passieren.
In Akt 2, wenn der Boss freigeschalten wurde, dann kannst du Tokens sammeln und damit schaltest du dann auch einen Skin und so weiter frei oder mehrere Skins. Ah, also dann lohnt sich das. Aber solange wir in Akt 1 sind, ist das Quatsch. Also deswegen jetzt das noch nicht kaufen oder halt benutzen, weil man hat auch eins. Lieber, oh, da ist er, ich habe den Hinweis die ganze Zeit gesucht. Ja, ich lieber bin in, da. Lieber in Akt 2. Bist gerade beim Hinweis? Okay. Ja, ich habe gerade keine Ausdauer. Ich bin nicht in das Fenster rein, jetzt bin ich rein. Aber es ist natürlich cool, dass alle anderen Spieler was geschenkt bekommen. Wenn das wirklich in Akt 2 wichtig wird und alle droppen sowas mal, dann gibt es da einiges an Kohle für alle Spieler. Das ist wirklich gut. Das also cool. Letztens haben wir 1500 Dollar von einem bekommen. Also das war es halt letztens vor ein paar Stunden. Und das ist relativ viel. Das ist sehr praktisch. Also zum Event, wenn ihr gerade eine Handpause macht, zum Event lohnt sich das wieder. Gehen wir Richtung Südwesten oder Westen? Ja, Westen. Lieber hier oben am Rand halt bleiben, weil von rechts haben wir ja am Anfang keinen gesehen. Heißt nicht, dass da keiner war, aber die Chance ist halt gering. So können wir halt immer noch safe hinterher rotieren. Mhm. Ich habe richtig Bock auf Kämpfen jetzt gegen andere. Okay. Blutgeleck. Ja. Jetzt sollte ich meiner Waffe auch einen Namen geben. Ein Frauenname? Paolo. Oh, okay. Paola. Paola. Okay. Ich bin gerade nicht 100% sicher, ob ich da oben was gesehen habe am Balkon. Im Zweifelsfall immer ja. Bei Hand lässt man sich schnell verleiten, was zu sehen. Gerade wenn es neblig ist und irgendwelche Zombies mal noch um die Ecke linsen. Man kann auch an Hinweisen sehen, ob ein anderes Team den schon aufgehoben hat. Das ist eh... Und zwar, wenn ein anderes Team den schon aufgehoben hat, wäre dieses Innere hier einfach schwarz. Also ohne diese Risse. Zumindest sieht das bei mir so aus. Sieht immer aus wie ein Grafikfehler. Aber dann sieht man, dass hier schon einer dran war. Okay. Und der Hinweis würde rot leuchten. Also da würde roter Nebel raus. Das ist, wenn Gegner in der Nähe sind. Dann wird dieses ganze Quell hier rot sein. Okay, Hinweis im Südwesten, ja, oder? Ja, Süden, ja, Alice Farm vielleicht oder Darrow, könnten wir gucken. Alice, okay. Das ist übrigens ein ganz schrecklicher Compound hier zum Kämpfen, finde ich. Also Port Rica, das ist so riesig. So groß. War ich auch mal, und unten oben. Ja, du hast wirklich sehr viele Sachen auf die da. Parcours. Ja, es geht nicht. Du, egal, also selbst wenn du perfekt drauf landen würdest, würde ich das Spiel da runterschmeißen. Ich dachte so, okay, ich versuch's ohne Schaden. Ah, hat's natürlich auch nicht geklappt. Wir könnten halt auf Gegner treffen. Also hier könnte schon was, hier könnte schon was sein. Jetzt sind wir aber auch sehr aggro unterwegs. Wir sind auf jeden Fall nicht beim Boss. Ach ja, und der große. Irgendwer sticht mir in den Rücken. Ist das schon wieder ein Gegner? Das ist ein Gegner. Ja, okay, wo? Geradeaus durch? Von meinem Ping. Ja, der läuft nach links. 165, in die Richtung ist er gelaufen. Pass auf, du kriegst ja Jakob von rechts. Du willst nicht mit dem Großen kämpfen. Der auf der Straße? Mir. Ich gucke auch auf der Straße. In den Feldern. Das sah aus, als wären es Felder. Hier bei den weißen, in Richtung weiße Häuser da hinten. Du siehst ihn noch? Nee, ich sehe ihn nicht mehr, aber da ist er hingelaufen. Guck, dass wir den Hinweis da recht schnell bekommen. Rechts oben aus dem Haus. Ja. Dieser große Madenmann, wenn man den tötet, der kann Perks droppen. Ja, die haben ja schon Muni gelootet. Vielleicht ist auch einer hier noch zurückgeblieben. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Hinweis ist hier oben. Vielleicht falle ich jetzt rückwärts runter, dann rächt mich bitte. Ja, die haben den Hinweis. Wir hatten den schon. Wir hatten den schon, okay. Ja. Also wir können den natürlich auch noch looten, aber dadurch wissen sie, dass der Boss bei Alice Farm ist. Und die werden uns auch gehört haben. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also ich bin der hat halt gar nicht zu uns geschaut, er ist halt einfach nur weggelaufen. Also du hast nur aber gesehen, wie er weggerannt ist. Okay. Ja, aber wahrscheinlich wird er halt weggerannt sein, weil er uns gesehen hat und sein Team vielleicht. Die haben Raben aufgeschreckt, oder? Ja, ich glaube, die haben Raben aufgeschreckt. Ich glaube schon. Wir sollten mal. Wo waren die Raben? Hast du sie gesehen? Ich würde. Nee, der Nebel ist zu dicht. Ich würde sagen, in die Richtung. Okay. Wir sollten nochmal zurückgehen und von oben sozusagen, also von Norden kommen. Ich glaube, da brennt's im Feld. Da hat es gerade nicht gebrannt. Ich bin mir fast sogar ziemlich sicher. Nee, da hat es nicht gebrannt davor. Okay. Wir laufen mal zurück. Ja, diesen Dicken, wenn man den hier tötet, der wird einen Perk droppen. Also nicht immer kann er. Ist ganz praktisch, dann aufzufahren. Wenn du hier, wenn ihr hier durchkommt, mach ich einfach zu. Tja, die letzte macht die Tür zu. Ne? Ja. Okay. Und wie gesagt, davon aus, dass die auch wissen, dass wir da sind. Jetzt sollten wir vielleicht nicht mehr so schnell sein. Wir sind schon im richtigen Gebiet. Ah, okay. Wir würden ja hören, wenn die den Boss machen, also wenn sie schießen würden. Doch, die kämpfen. Der Boss kriegt auf jeden Fall Schaden. Aber es heißt ja nicht, dass alle kämpfen. Wir hatten das ja auch, dass wir einen stehen lassen. Okay. Also die kämpfen gegen den Boss. Und das ist die trotzdem messern, lieber messern. Wir können uns immer noch. Ja. Wir können zwar nicht mehr großartig anschleichen, lieber linksrum dann. Also nehme ich auch noch Raben. Solange sie nicht aggro ist. Jetzt ist muss aggro. Einer ran. Ich gehe ran. Jetzt muss einer ran. Okay. Ich nehme die hinter uns. Das fährt schon wieder. War der Schuss auf uns? Bin mir nicht sicher, nee. Das war. Ich glaub nicht. Klang aber verdächtig. Okay, der ist auch down. Der Meuchler. Und dann haben die uns aber wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Weil dann sind die reingerannt und haben den Boss trotzdem. Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil die werden jetzt auch rausgucken und so. Da hat wir gegen einen Zombie gekämpft wieder. Schüsse. Ich gehe näher ran, wir müssen uns minimal verteilen. Nicht viel, aber vielleicht nicht rennen. Gehen kann man immer noch mit Zombie-Schritten verwechseln. Also dieses geduckte Gehen. Ja. Okay. Wer ist gesprungen? Ich bin über einen Zaun gesprungen. Okay. Sehr viele Schüsse im Süden. Ne, ist der andere Boss ist auch noch da. Ganz fiese Scheune. Aber sie sind dann in dieser Scheune, wenn dann, oder was? Na, sie können, also du kannst natürlich auch einfach den Boss machen und erstmal wieder rausgehen oder so. Aber in der Scheune haben sie den Boss getötet, ja. Okay. Ja, hier sind die beiden Zombie-Frauen. Nicht so schön. Das macht natürlich Geräusche, wenn ich dran vorbeigehe. Gut. Haben den auch leise gemacht, also werden auf jeden Fall jetzt nicht die unerfahrensten sein. Obwohl es komisch ist, dass er nicht auf Chiara reagiert hat. Oder er hat gesehen, dass wir da sind und ist schnell weggerannt. Ich glaube nicht, dass er Chiara gesehen hat. Er war schon ein Stückchen entfernt. Ja, er war schon ein Stückchen entfernt. Aber wir waren ja nicht die leisesten. Das stimmt auch wieder. In der Scheune da. Hat mich gesehen. Also in dem rechten Gebäude. Es könnte sein, dass das linke Gebäude hier bei uns noch frei ist. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Also dass sie eher auf der rechten Seite sind. Okay. Mhm.
wenn einer gleich hier noch reingeht, da hängt noch einmal Skillpunkte drin. Würde ich aber vielleicht einfach machen, nachdem wir den Kampf, wenn wir gewonnen haben sollten, nur um unnötig Bewegung zu vermeiden. Das kann man danach immer noch looten. Das war ein Schuss von rechts wieder. Okay, war das eine Granate oder ein Brand? Eine Brandflasche? Nee, ich glaube, das hat, wir müssen uns halt, eigentlich müssten wir ein bisschen mehr aufteilen. Ja. Ja, wir müssten ein bisschen Infos kriegen. Hörketten? Bist du es? Dalu, der ich hier gerade gegen Zombies, okay, ja. Okay. Wir haben Wallhack. Ja, die sehen uns dann jetzt. Ich höre, einer pusht mich, glaube ich. Nordwesten höre ich. Shit. Jemanden. Oh Gott. Ich wurde angeschossen von hinten. Weißt du von wo? Ja, von Süden. Ich lauf erstmal weg und heil mich. Achso, nicht, hab ich deine Schritte miert? Ich glaube, das nee, ist meine nee, Schritte. Nee. Zu dem Zeitpunkt, wo du hast gesagt, ist noch nicht gelaufen. Ich stehe jetzt ganz schlecht. Ihr müsst mich, wenn Wirt gleich wieder voll ist, ein bisschen up-aim. Okay. Ich stehe ganz, ganz mies. Okay, Dalu, ich glaube, ich habe. Also von, kam ich von dort. Ich weiß nicht, ob der Schuss auf mich ging. Ich glaube, da rennt einer von außen rum. Aber ich habe dich im Blick. Ich auch ein bisschen. Ich versuche auf die rechte Seite. Wohin will die Hive? Denn von dort aus kam der Schuss vom Hive. Die laufen weg. Die laufen weg. Okay. Aber nee, Moment, da kommt das andere Team. Ja, der andere Boss gut. Kommt. Wir sind genau in der Mitte. Oh, Scheiße. Ich würde gerne zu euch rennen. Ich versuche einfach komm mal. Raus. Von da, wo wir gerade hingeguckt haben, wo die Haifa ist, das andere Team. Okay. Siehst du es, wenn du Tab drückst? Ach, sehe ich ja die Blitze. Ja. Scheiße, wir sind wirklich komplett in der Mitte. Wir sollten noch ein Stück weg, damit wir die erstmal gegeneinander. Oh, ich werde von dir, habt ihr gesehen. Oh, shit. Oh, das ist ein wichtiger Treffer. Ich komme aber. Nee, ich lieg aber noch okay. Du liegst okay. Lass mich erst liegen. Der hat eine Sniper. Also nicht da aufheben, wo ich jetzt bin. Aber versteckt euch da erstmal. Lasst die gegeneinander kämpfen. Der hat eine Scope-Waffe. Also so oder so ist für uns schlecht. Mhm. Okay. Ich habe jetzt nicht die beste Position, aber. Ich hab jetzt auch Hauptsache, ihr seid, macht wirklich ein bisschen Distanz gut. Der Grund dafür ist, dass es wäre besser, wenn die beiden Bounties gegeneinander kämpfen. Also und dann könnt ihr mich aufheben. Ich bin in der Nähe deiner Leiche oder deines Körpers. Ja, Chiara, du stehst bin wirklich abgelenkt. Genau in der Mitte von allem. Ja, Moment, ich war kurz abgelenkt, Vögelchen. Ja, alles gut. Es geht nur darum, wartet, bis die beiden Teams gegeneinander schießen und schaut, dass ihr außerhalb der Wallhack-Sicht seid. Danach könnt ihr mich immer noch aufheben. Also das ist nicht das Problem. Aber wenn wir da alle gestorben wären, wäre halt schlimmer. Wie weit geht denn diese Sicht? Nee, der rennt doch nicht weg. Der hat, wie gesagt, ein gutes Scope. Ah, ich meine vom Wallhack. Ja, genau, das dachte ich auch. Deswegen bin ich weggerannt. Auf die Distanz ist, glaube ich, schon knapp. Okay. 150 Meter, sagt der Chat. Ich habe das Gefühl, so weit kann. Also, so ein Compound weit kannst du vielleicht gucken, ja. Okay. Sollte ich wiederbeleben? Glaubst du, ich soll es wagen? Ja, wir können es mal versuchen, ja. Aber es kann halt nach hinten losgehen. Entscheide selbst. Du siehst ja das Fenster. Also, ein Blitz ist schon ziemlich close. Und ich dauer, bis ich aufstehe, dauert's. Du bist weit aufgestanden. Okay, nice, danke. Okay, ja. Okay, ich habe Nordwesten im Blick. Rechts rum. Wir können immer mal auf Tab gucken, da siehst du ja die beiden Teams. Also nicht alle, aber das Gute ist, die greifen ein bisschen von der anderen Seite an. Und da die ja alles haben wollen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Mann, sind die gierig. Ja, das ist halt so ein. Es gibt noch einen extra Bonus, Running the Gauntlet mit allen Bounties rauszugehen. Kann das sein, dass einer abhaut? Nee, die beiden. Also von denen, die drinnen sind, hat nur eine aufgehoben. Das heißt, zwei sind für uns noch unsichtbar. Achso, weil ich vier Blitze sehe. Ich dachte, jeder Blitz jetzt, ist ein. Ja, genau, der eine Blitz ist halt noch das liegende Bounty. Jetzt hat Vernus das aufgehoben. Jetzt sind alle vier unterwegs.
Die beiden Bounties, die wir unterhalb des Farms sind, ist das gegnerische Team, was gerade von unten kam. Aber auch da fehlt halt noch ein Spieler, ne? Auch da läuft noch irgendwo einer unsichtbar rum. Okay, dann habe ich mal meine linke Seite im Blick. Okay, dann halte ich rechts weiter im Blick. Die sollen anfangen zu ballern, damit die halt den Wallhack raushauen. Weil wir sind im Nachteil. Und der eine hat eine Scoped-Waffe, was auch nochmal scheiße ist. Das für uns. Ist sehr kacke. Und er kann damit anscheinend Moment. Umgehen. Westen. 270 läuft was. Könnte durch den Wald sein. Westen 270. Ja, ja, so ja, ja, 255. Ja, 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 hab ich gerade im Blick, aber ich sehe da gerade nichts, deswegen. Ich höre ihn, aber. Bauen die ab? Der eine, der da außerhalb steht, in der Nähe von Chiara, der untere von denen, der muss sich mit seiner Position aber ziemlich sicher sein. Der hat sich ewig nicht bewegt. Ja, die anderen rotieren gerade. Ja. Die gehen Richtung nach, Westen. Ja, die gehen wollen Richtung abhauen. Ja, die wollen abhauen. Guck mal, dann rennen wir doch mal leicht nördlich jetzt kämpfen. Wir sollten es mal riskieren, nicht. Oder? Also so. Wie gesagt, uns okay. fehlen halt noch 2-3 Spieler, die wir nicht sehen. Aber wir sollten auch einfach mal mit. Ja, ich komme ein bisschen später an. Wir müssen es ausnutzen. Wir müssen es ausnutzen. Abstauben. Ja. Leicht links von uns, ne? Also. Wir laufen sehr parallel mit, aber wir sind halt noch ein bisschen weiter hinten. Aber dadurch, dass die schießen, müssen die halt immer wieder ein bisschen stehen bleiben. Der Nebel spielt uns halt auch nicht in die Karte. Ja. Sind auf einmal 3 Blitze an einem Punkt. Okay, die sind schon ziemlich weit. Er hat's erwischt links. Ja, ja, aber einer ist hier links down. Da an den Wagen irgendwo. Also ich kann halt nicht... Nee, ein bisschen weiter sogar noch. Aber es ist so gefährlich, immer auf die Map zu... Also der Nebel macht's schwer. Ah, ich links von uns schon. Die können nicht weit sein. Die müssen wirklich links neben uns sein. Guck nochmal auf die Map. Ja, links an dem Wagen. Und vor uns irgendwie einer. Einer muss genau vor uns sein. Hier irgendwo, nicht weit weg. Ich glaube hinter der Mauer links. Ja, komm, wir brauchen dich. Ja, wir brauchen deine Aim-Künste. Wir sehen nichts. Ich schau durch den Schlitz gerade, Moment. Du musst wirklich nah dran sein hier. Okay, ich hab ihn. Der ist hier direkt in der Mauer. Das sind 2. Ich habe auch einen geschossen. Fuck. Hey, wie schnell hat der... Ja, das ist Fenning. Ja, aber wie schnell hat er das gemacht? Ich dachte, er hat keine Munition mehr, aber er hat ein... Was ist das für ein Trommelmagazin? Oh, das sind 2 Mann, direkt. Am Zaun. Oh, what? Shit. Nein. Ach, ich war ja One-Hit. Stimmt. Ja. Old Dusk. Ich bin auch tot wahrscheinlich. Ja, du bist vom gleichen erlegt worden. Kann dich halt nicht aufheben, leider. Ach, weil ich schon mal down war? Nee, nee, nee. Liegst du weit weg? Ich höre sie ja. Also ist eine Frage der Zeit gerade. Vorsicht, Chiara. Ich bleibe in Deckung. Ich habe noch Brandbomben. Falls ihr. Kommt auch was von denen. Ich muss jetzt mal rennen. Ich muss rennen. Ich habe eine richtig Kackposition. Ja, irgendwie von Süden oder so. Ja, die haben halt doch das Scope.
Wir sind waffenmäßig, also... Nicht nur Scope, die haben auch diese komische Kettenpistole. Ein Wirt an, das ist natürlich ärgerlich. Ach, mein Körper brennt. Ja, jetzt kann man dich nur noch schwer... Einer von denen hat sogar noch ein Bounty bekommen, das heißt, die haben einen neuen Wallhack. Hm. Direkt Südosten, ja, ja, wir müssen weiterziehen. Nur ein bisschen. Weil die werden uns hunten, glaube ich. Und die haben... Ja, oh, das ist schlecht für mich. Ja. Oh, shit. Südosten, in so einem Wagen. Ich habe die Tür zugemacht. Das ist halt nun. Ja, ich merke gerade, dass das überhaupt nichts bringt. Ey, ich hab's auch. Moment, aber davon hauen zwei hauen ab. Also, es ist noch nicht ganz verloren. Und der haut jetzt auch ab. Ne, der ist wieder an dem Wagen zum Nachladen. Aber ist das auch der, der hier kämpft? Wahrscheinlich halt nicht. Ah, das ist ganz schwierig. Ist so dumm mit dem Nebel jetzt hier. Hm, der Nebel macht's hart. Sind beide auch One-Hit. Mann, ist das der, der da wegrennt? Derselbe? Also der eine ist an dem Nachlademunitionswagen. Das ist gleich ein Wirtsleiche. Der kommt. Einer kommt näher. Er steht leicht. Also in Richtung Wirt. Wir können halt ein bisschen Action machen. Also viel... Third of Step, oder? Ja, da läuft noch. Ich meine auch Süden noch? Mhm. Close, die kommen. So hier, ne? Einer ist down. Noch einer down. Ein Hit. Einer ist down. Hab einen anderen, ja, wir haben drei. Das sind dann drei Tote. What? Chiara! Ihr habt die Truppe! Ein Team ist abgehauen! Geil! Und ich bin ganz tot, oder? Ja, du müsstest abgebrannt sein. Ah, schade. So much Chiara. Drama. What? Nice! Ja, du bist leider abgebrannt. Ja, schade. Oh. Und jetzt? Jetzt können wir den noch looten. Nehmen wir das Bounty mit. Die hatten ja, glaube ich, beide. Also, ich weiß nicht, ob die noch eins hatten, aber eins hatten sie auf jeden Fall. Geht ohne mich. Kein Problem. Okay. Du könntest theoretisch die Waffe hier noch austauschen. Die hier ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Die hat auch eine Spezialmunition. Genau, mit der hat er mich platt gemacht. Die kannst du halt mitnehmen, anstatt deine. Also hast du ja. Hab ich, und hab anstatt, ich. Was hast du für eine Pistole? Den, weiß ich nicht. Nehm mal den hier auf, den Coldwell. Das, genau, das habe ich auch. Ja, okay. Wo ist denn der, den du gekillt hast? Wir waren noch Lügner hier. Ja, da. Den habe ich auch schon gelootet. Ah, der hat zum Beispiel die mit dem Trommelmagazin. Das ist der, der Wirt gekillt hat hier. Alter, ich dachte erstmal so, er hat keine Munition mehr gehabt, weil er das klang nach 6 Schuss. Und, ja, nee, das ist Fanning. Ja. Ja, das sah eher nicht nach 6 Schuss aus, das sah eher nach doppelt so viel oder mehr aus. Ja, lass nach oben rechts gehen, dann gehen wir raus. Boah, dass wir das noch geschafft haben, war stark. Ja, ich habe eigentlich schon aufgegeben. Richtig gut. Ah, die waren gierig. Die waren gierig, die wollten noch die Kills. Behalte ich jetzt meine Sachen oder muss ich von vorne anfangen? Nee, dein Char ist jetzt wieder tot. Ah, okay, komplett tot. Ja, du kannst immer, also jedes Mal, wenn du ein Spiel gespielt hast, egal ob gewonnen oder verloren, kannst du bei den Charakteren neu shuffeln. Kannst einmal neu würfeln. Gerade am Anfang gibt es so ein bisschen den Trick, dass du dir den Free-Character jedes Mal holst und dann den Charakter direkt wieder sozusagen wegschickst. Und dann bekommst du das dann bekommst du das Equipment von dem umsonst. Ah, ist ja sowieso umsonst, aber er verbraucht keinen Charakter-Slot. Mhm. Smart. Ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen. So. Lauft der ganze Zeit nur richtig hinterher, gedankenlos. Laufen von dem Ausgang Richtung Osten. Ja, rechts, ne? Ja, okay. Ah.
Und wir kriegen sogar von beiden Bossen einen Bounty. Ach, war, die haben da, ja, die haben da wild rumgewechselt. Also da sind noch viele down gegangen, glaube ich. Vom Sprinten verliert man keine Ausdauer, oder? Es gibt zwei Ausdauerdinge. Also einmal die normale zum Rennen, wo dein Charakter irgendwann anfängt zu husten und hecheln. Das hast du ja mit Greyhound gekontert so ein bisschen. Und die gelbe Ausdauer unten ist deine Ausdauer für harte Angriffe zum Beispiel. Okay. Aber die erholt sich halt auch, wenn du nicht rennst. Ich kann es einmal antriggern lassen. Selbst wenn der Balken minimal ist, kannst du einen festen Schlag schon wieder machen. Was eine wilde Runde das war. War eine geile Abschlussrunde, finde ich. Ja, genau. Ich denke an das Team. Ich denke an das Team. Es ist okay. Manchmal muss man Leute zurücklassen, um das größere Ziel zu erreichen. Das stimmt. Ja, die Bedürfnisse der einzelnen Personen überwiegen nicht der Masse. Der wird jetzt sogar als Zombie angezeigt. Das ist ja interessant. Der Typ, der mich erschossen hat. Ja, der hat den Zombie-Skin, der Gambler. Ach der so. So einen, der hat so ein Einschussloch in der Brust, oder? Ja, genau. Ja, genau. Das ist der Gambler. Diese Scheißwaffe, ey. Dachte ich, der hat keine Chance. Jetzt komme ich mit der Pistole rein. Der hat sich gedacht, ich habe auch eine Pistole. Bang, 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 bang. Nee, der hat ja schon einmal durchgefächert und ich dachte so, ja gut, der braucht jetzt eine Weile, um nachzuladen. Oh, hell no. Sehr schön. Ach ja, und weil einer das Dingens am Anfang gedroppt hat, haben wir 1500 Handdollar bekommen. Die müsstest du auch bekommen haben. Also du hast theoretisch mehr Geld bekommen, als dein ganzes Equipment gekostet hat. Nice. Dadurch, dass einer diesen Bonus da gedroppt hat am Anfang. It's something. Das lohnt sich schon. Ja. 4 Jäger wurden insgesamt getötet. Von uns? Ja. Hä, wo sieht man das? Am Ende. In dieser Summary am Ende. Ach so, hab ich übersprungen. Ja, wenn du überspringst, dann sagen wir nochmal. Für Chiara, fast 4 Jäger ist ja. Das ist ein schlechter Mittwoch. War ja ein Schlimmbrett. Ich bin jetzt der Jäger. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, ey, das war eine sehr, sehr gute Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht, endlich mal es zu verstehen, wie es funktioniert. Es waren generell gute Sessions, hat mir mega Spaß gemacht. Mhm. Ja, mir auch. Also, lief ja auch sehr gut. Ja, also größtenteils würde ich mal sagen. Also wir hatten ja einmal haben wir volles Pfund auf Small bekommen. Nö, aber, das war auch knapp. Das war knapp? Nee, das war auch knapp. Das war doch das, wo der noch drei von uns und zwei von denen tot war. Das war ja wirklich... Ja, genau, das war die Runde, wo die dich noch angesprochen haben in Game. Ja, genau. Das war auch eine knappe Runde. Das war eine knappe Runde, stimmt. War schon gut. Also, vielen Dank, Daluk, dass du hier dir die Zeit genommen hast, mit uns diese Session zu machen. Und Leute, wenn ihr gerne Dalukart gerne auch mal zusehen möchtet, na, twitch.tv/Dalukart. Du streamst jeden Tag, ne? Also, dir kann man jederzeit zuschauen. Du zockst im Moment auch Hunt Showdown und Dead by Daylight, wie ich sehe. Und was sieht man bei dir noch? For Honor, Honor. Valorant. Also, eigentlich nur Multiplayer. Überwiegend Multiplayer oder es ist Alt F4, was glaube ich auch ganz cool ist. Alt F4 ist eine Ausnahme, ja, aber eine sehr gute. Ja, genau, alles klar. Danke Chiara, danke Dalukart. Ich wünsche euch allen jetzt hier einen schönen Abend. Dalu, du wolltest noch was sagen. Oh Gott, ich habe dich unterbrochen. Ach nein, ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier mitmachen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir spielen auch nochmal so zusammen Hand. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr nett. Gerne. Können gerne jederzeit nochmal spielen. Hier auf Rocket Beats TV. Nicht auf Rocket Beats TV. Wie auch immer. Wir haben Bock zu ballern und zu spielen.
Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, viel Spaß mit dem folgenden Programm und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.